Mädel, hallo? Sind schon Leute hier? Hallo, hallo, hallo. Ich grüße die Leute, die eventuell schon hier sind. Genau. Es geht los, jawohl. Da ist doch jemand. Okay. Ja. Ein paar Minuten früher geht's jetzt dann doch nun los. Da sind auch ein paar Nachrichten. Mädel, bin hier, um abzugreifen. Wie geht's? Gut. Und bei dir? Bei Winge ist ja immer noch Ostern. Ey, ich dachte so, komm, ich habe mir so Arbeit mit meinem heftigen Overlay gegeben. Dann lasse ich das diesen Stream nochmal so. Im nächsten Stream sind die Hasen und die Eier dann wieder weg. So. Aber heute ist einfach nochmal Ostern. Heute ist einfach nochmal Ostern, okay? Können wir uns darauf einigen? Ja, Mädel, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ich hoffe, euer Wochenende ist gut gestartet mit der neuen Folge vom Einzigen. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, reinzuschauen. Das werde ich aber die Tage mal machen. Oder wahrscheinlich heute Abend mal gucken. Und ja. Jetzt, wie will man das Wochenende schöner beginnen als den einzigen schauen, danach noch im Wingelbonger-Stream am Start zu sein, nicht wahr? Ihr klingt eng, Leute. Geil. Er erwähnt mich nicht, das ist Mobbing. Soll ich dich jetzt erwähnen? Na gut, Idefix, komm, weil du es bist. Weil du es bist. Ja, Metal, Leute, was geht, was geht? Ah, habt ihr was Schönes am Wochenende vor? Ich schon. Aber ja, noch ist ja leider, beziehungsweise es ist schon Wochenende, aber es gibt bestimmt Leute, die müssen noch auf Spätschicht arbeiten und sind dann hoffentlich jetzt gerade am Wingelwongel-Stream gucken, ne? Dach, Wingel, wie Wongels. Ach du, muss. Wie gesagt, jetzt ist Start des Wochenendes, mir geht's gut. Das Osterlayout passt doch zu Wongels Müllhasen. Müllostern, was er veranstaltet hat. Ja, eben. Ich dachte auch, das passt so, weil genau so mit diesen Hasen hätte auch Rainer sein Overlay gestaltet. Ich erinnere mich da an die letzten Streams aus der Schanze, wo er sich für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag solche Overlays gebastelt hat. Die sahen alle aus wie von einem Fünfjährigen zusammengebastelt, wirklich. Also genau davon habe ich mich inspirieren lassen. Ich dachte, das würde einfach passen, weißt du wie? Aber hey, das war harte Arbeit, das sage ich dir. Naja, Metal lese ich. Hallo, hallo. Metal Mignon, was geht? Nein, also ich muss wirklich sagen, das Overlay, 10 von 10, Junge. Die Hasen, nice. Nee, die sind heute das letzte Mal da, dann das nächste Mal sind sie wieder weg. Okay, Leute. Ich überlege gerade, ob wir erstmal ein Video gucken, damit sich ein paar Leute hier sammeln, weil ich will nachher ein bisschen Q&A machen. Ich habe vor 100 Jahren mal einen Community-Post gemacht, wo ich eigentlich gesagt habe, ich will ein Q&A-Video machen. Das habe ich nie gemacht, weil ich irgendwie, weil ich ein arbeitsloser Student bin oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich ein paar Fragen daraus und auch Fragen, die ihr mir im Chat stellt. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen, bis noch ein paar mehr Leute da sind. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken uns erstmal ein Video vorher an. Und wir schauen etwas, das mir ja ein Zuschauer empfohlen hat. Und zwar, einen kleinen Moment, so. Wir schauen die Leiden des jungen Rainer W. Aber ich mache erstmal hier einen Start und dann erzähle ich, wie ich zu diesem Video hier komme. Metal, Leute, was geht? Wir schauen heute ein Video vom Ruben Fuchs. Ich glaube, so hieß er. Ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung dann verlinkt. Die Leiden des jungen Rainer W. Ist ein Zuschauer von mir, der geschrieben hat, yo, dadurch gerade mit der, ja, mit der Gesundheit in großen Anführungsstrichen von Rainer auseinandersetzt und interessiert an dem Thema bist. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und er hat gesagt, er hat auch einen, ja, einen Pflegehintergrund, also kennt sich auch ein bisschen in der Thematik aus, fand ich sehr interessant. Und ich dachte, komm, wir ziehen uns das Video mal rein. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Ich sehe da schon wunderschöne Füße.
Ach, fantastisch. Wir gehen erstmal rein und ich würde sagen, let's go. Ja, Mel und willkommen im Fuchsbau. Ich bin der Rübenfuchs, ihr dürft mich aber auch gerne Marcel nennen. Ich bin nicht neu im Game, ich bin schon eine ganze Zeit dabei, immer als stiller Beobachter gewesen. Ich überlege gerade, ob ich furzen Aber kann, hab ohne in die seit Hose zu kurzem mal scheißen. überlebt. Ich hab die TikTok-Staffel halt sehr gerne verfolgt. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Wir starten das Video gleich nochmal von vorne. Es ist sonst doof. Ich wollte ihm jetzt hier nicht ins Wort fallen. So. Gut, sorry, ich muss doch ganz kurz das einstellen. Wingelbot, stehst du quer? Siehst du Nebenluft? Wow. Nochmal Männer, alle, die reinkommen, sind schon wieder über 70 Leute. Ihr Wahnsinnigen. So, wir gehen nochmal rein. Let's go. Ja, Mel und willkommen im Fuchsbau. Ich bin der Rübenfuchs, ihr dürft mich aber auch gerne Marcel nennen. Ich bin nicht neu im Game, ich bin schon eine ganze Zeit dabei, immer als stiller Beobachter gewesen. Hab jetzt aber seit kurzem mal überlegt, ich hab die TikTok-Staffel halt sehr gerne verfolgt. Anders als andere finde ich sie recht erheiternd. Und dachte mir, ich glaube, ich habe jetzt auch mal meinen Senf dazu zu geben. Und zwar lese ich immer häufig und vermehrt halt, ja, dass Leute halt Interesse haben an Rainers Gesundheitszustand. Oder besser gesagt, sie möchten mal wissen, wie genau er ist. Und da nicht jeder wahrscheinlich einen medizinischen Hintergrund hat, was ja auch vollkommen okay ist, möchte ich da jetzt einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und dachte, ich bespreche mal mit euch ein paar Dinge bezüglich Rainers physiologischer Gesundheit. Und Und. das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das finde ich sehr interessant, dass er da, wie gesagt, wenn er so einen Hintergrund hat, da jetzt auch nochmal mit drauf eingeht und seine Sichtweise da so ein bisschen erzählt. Und da bin ich wirklich gespannt, was er da so zu sagen hat. Das ist natürlich auch ein aktuelleres Video, was natürlich auch ja, cool ist, weil es vielleicht noch ein paar Sachen aufgreift, die ja, bei Rainer aber die Jahre dann auch hinzugekommen sind. Ne? Es ist ja immer schlimmer geworden. Ja. Ist er ja dicker geworden. Er hat es mit der Körperpflege wahrscheinlich noch weniger als so schon, dadurch, dass er halt immer draußen rumrennt und nicht groß irgendwie einen festen Wohnsitz hat. Dann möchte ich mal sagen, ich glaube, seine Zahnhygiene wird auch nicht besser. Also es sind so Sachen, ich glaube, da kann man drauf eingehen. Ich weiß nicht, was hier drin vorkommt, aber wir schauen mal. Und den Erkrankungen, die er so haben könnte und welche Auswirkungen die haben könnten und so weiter und so fort. Wichtig ist natürlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, das hat alles hier mit Können, ne? Alles kann, nichts muss. Das heißt, er bestreitet ja von sich auch immer, dass er Diabetes hat oder dieses und jenes und dass er ein sehr fitter, aber auch sehr fitter Mensch ist. Ja, das stimmt wohl. Übrigens, danke für die Leute, die geschrieben haben. Der Chat ist ein Hater. Ich habe es gerade gesehen. Die Chatbox hat nicht funktioniert. Ganz viel Liebe an euch. Dem widerspreche ich jetzt einfach mal. Für mich ist es eigentlich ein Wunder, dass unser Krapfenkardinal überhaupt noch ja, laufen kann und dass sein Herz und alles ist noch alles mitrendert. Eins meiner Lieblingsworte, Krapfenkardinal. Wunderschön. Obwohl zu Rainer eher so ein Wort wie Gesichtskrapfende passen würde. Zu meiner Person selbst, ich bin in der Pflege tätig, arbeite auf der IMC, also das ist so ein Mittelding zwischen ITS und normaler Station, bin ich da. Also ganz kurz, bevor er jetzt weiter erzählt, ich habe nie in der Pflege gearbeitet, weil, Leute, ich sage euch, wie es ist, ich würde das gar nicht durchhalten, ja. Ich bin jetzt auch nicht der fitteste Mensch, so wie Rainer, ne? Also, so fit wie Rainer bin ich auf gar keinen Fall. Aber ich habe mies Respekt vor Nur weil ich Leuten. dick bin und weil ich vielleicht der Kassenspieler bin für Ich euch. habe mies Respekt vor Leuten, die in der Pflege arbeiten. Richtig, richtig Respekt. Deswegen, auf jeden Fall, richtig, richtig nice, dass er da, ja, seinen Job macht, ordentlich macht und jetzt halt auch sein wahrscheinlich, gar nicht so schlechtes Fachwissen hier mit uns teilt. Ganz viel Ehre. Schaut mal auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ganz, ganz lange. Ja, und daher dachte ich, ich teile mal mein Wissen mit euch und hoffe, ich kann da so ein bisschen dazu beitragen, dass ein paar offene Fragen mal geklärt werden. Das wäre natürlich ein mega guter Übergang zu seinem offenen Bein, aber dazu möchte ich dann später noch kommen. Okay, also Beine kommen auf jeden Fall schon mal vor. Ich muss wirklich sagen, hat er jetzt die ganze Zeit dieses Bild. Ja. Leute, wenn es mit dem Bein so schlimm wird, sagt Bescheid, dann nehme ich mein Overlay. Weil ich finde das jetzt auch nicht so lecker, muss ich sagen.
fangen erstmal mit dem ganz Offensichtlichen an, und zwar mit seinem Übergewicht. Rainer ist einfach fett. Er hat darum natürlich auch nicht umsonst solche Namen wie, ach, weiß nicht, Buttergolem, Marzipanmagnat, Speckmeppo, buh, was gibt's noch? Ja, Krapfenkardinal. Sucht euch irgendwas aus, ne? Also, diese Namen sind natürlich bekannt und die hat er auch nicht umsonst. Konnte jetzt leider keine genauen Daten finden. Im Internet habe ich aber so ein paar, ja, Gewichtsangaben gefunden und Größenangaben und habe daraufhin mal habe ich den BMI berechnet und stelle fest, Rainers BMI müsste so um die 60 bis 65 betragen. Absolut utopisch. Das, also wirklich, ihr müsst euch das mal vor Augen führen. Einen normalen BMI mit Reiners vergleichen. Aua. Reiner ist einfach gefühlt drei Menschen. Oh Mann. Ich habe meine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen. Nach ein paar Monaten habe ich es hingeschmissen, weil ich es körperlich und seelisch nicht gepackt habe. Deswegen sage ich, ich habe wirklich Respekt vor Leuten, die das Tag für Tag ja, durchziehen. Und da. Stück, du Geiles. Okay. Jetzt hat La Bock auf sich schreibt, ne? Ja, hi, das machen wir danach. Das sollte eigentlich privat bleiben, aber ich danke dir trotzdem für die Unterstützung, ne? Deswegen sage ich, ich habe mies Respekt vor diesen Leuten, die das Tag für Tag durchziehen. Und ja, mit ihrer Arbeit natürlich auch den Leuten, die halt die Pflege brauchen, ja, helfen. Deswegen ganz viel Respekt an solche Leute. Was ist der BMI? Das ist der Body Mass Index. Das werde ich jetzt nicht genau erklären. Da findet ihr natürlich im Internet genug, Erklärung dafür, aber ich glaube, der ein oder andere weiß, was der Body Mass Index ist. Wie gesagt, Rainer 60 bis 65, ab Body Mass Index 40 geht man als krankhaft fettleibig, beziehungsweise Adipositas Grad 3 oder in Schlausprech Adipositas per Magna. Ui, das klingt ja sehr, sehr schön. Sehr schön kompliziert. Ich glaube, für Reiners Gewichtsklasse braucht man noch eine Extrastufe, würde ich sagen. Also ist Rainer da weit drüber hinaus mit seinen 60 bis 65. Rainer wird natürlich noch weitaus mehr Probleme als sein Übergewicht haben. In Schlausprech redet man dann von multimorbiden Patienten, also Patienten mit mehreren Krankheitsbildern in einer Person vereint. Aber im nachfolgenden Beispiel möchte ich jetzt mal nur allein darauf eingehen, was es für Konsequenzen hat, dass Rainer so ein fetter, aber auch sehr fitter Mensch ist. Also wir lassen jetzt mal den Diabetes weg, wir lassen den Bluthochdruck weg, wir lassen das Cholesterin weg und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf sein Übergewicht. Jonas schreibt Adipositas per Magnum Eis. Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Nee. Wie bitte? Killing Floor? Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber ich finde es einfach lustig. Ah, schön. Gut, wir machen weiter. Das zieht natürlich in erster Linie erstmal seine Gelenke in Mitleidenschaft. Das Skelett ist nicht dafür ausgelegt, solche Massen auf Dauer zu bewegen. Und dementsprechend rocken die natürlich ganz schön schnell runter. Ja, das fängt bei der Wirbelsäule an, geht natürlich auch in seine Knöchel. Er hat natürlich neulich selbst gesagt, ihm tut immer der Knöchel weh. Das ist kein Wunder, der hat sich jahrelang kaum bis gar nicht bewegt. Das wollte ich gerade sagen. Es geht nicht nur um das Gewicht an sich, sondern wie soll es denn funktionieren? Rainer sitzt seit, keine Ahnung, seit seinem ganzen Leben nur in der Schanze, oder jetzt ist er halt mal ein bisschen unterwegs, aber wo soll das denn auch herkommen? Was macht denn ein Rainer Winkler? Der bewegt sich vielleicht, weiß ich nicht, zum Klo und dann zur Dusche, zum Kackduschen, ne? Aber dann mehr auch nicht. Also vielleicht mal noch zum Kühlschrank für Fressi, aber das war's. Woher soll denn die Bewegung kommen? Und jetzt auf einmal bewegt er sich einfach falsch und nicht wenig. Und damit kommen die Gelenke halt nicht klar. Der Körper schreit. Der sagt Rainer eigentlich, hör auf, setz dich hin. Ich kann das nicht mehr. Und Rainer macht dann weiter und wundert sich, warum sein Knöchel wehtut. Er bräuchte eigentlich grundlegend erstmal Physiotherapie. Er bräuchte einen Diätassistenten.
Und er müsste eigentlich erstmal wieder komplett bewegen lernen. Wie bewege ich mich eigentlich normal? Seine Muskeln werden durch die jahrelange Verwahrlosung ebenfalls total verkümmert sein. Er bräuchte vielleicht sogar noch ergotherapeutische Hilfe. Ich meine, ich kann mir vorstellen, für Rainer ist es schon ein riesiger Kraftaufwand, sich überhaupt Schuhe zuzubinden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er überhaupt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er sich hinsetzt und sich ein bisschen runterbeugen muss, das ist es wahrscheinlich für ihn wie ein Marathonlauf oder so. Ne? Ist eigentlich gar nicht mehr so lustig, aber es ist Rainer, also es ist doch irgendwie lustig. Ich habe jetzt gesehen, viele Leute haben sich beschwert. Ich werde mal mein Titelbild hier reinklatschen, damit ihr nicht die ganze Zeit auf Rainers Beine stieren müsst, okay? Ist das ein Deal, Leute? Ist zwar nice vom Ruben Fuchs, dass er das hier so veranschaulichen wollte, aber. Ja, ist dann doch nicht so lecker. Deswegen erspare ich euch das jetzt mal weiter. Schuhe mit Schnürsenkeln hat oder ob es mit Klettverschluss ist, kommt da momentan überhaupt in Schuhe rein? Da bin ich. Junge, Jonas, du hast es echt drauf. Nein, keine Psychotherapie, neuer Gamingstuhl reicht. Mann, Physio, nicht Psycho, Junge. Neuer Gamingstuhl reicht einfach, ja. Ja, der hält dann wieder 3 Wochen und dann ist er im Sack. Hatte ehrlich gesagt überfragt. Das war ja auch mal eine ganze Zeit lang nicht möglich. Ja, die dicken Beine, da kommen wir denn jetzt mal zu. Ihr habt bestimmt schon mal diesen Ausdruck Wasserbeine gehört. Das kann man so wörtlich nehmen. Der Körper schafft es nicht mehr, das sauerstoffarme Blut zurück in den Körper zu pumpen und lagert daraufhin Wasser im Gewebe ab. Ja, das ist eigentlich mal die Kurzerklärung, kurz und bündig. Das heißt, durch sein Übergewicht, das drückt so extrem auf die Hohlvenen in den Beinen, dass der Körper Probleme hat, das Blut in den Körper zurückzupumpen. Und das Blut muss sich, gelinde gesagt, etwas leichter machen und lagert so das Wasser halt in dem oder im Gewebe des Beines ab. Das passiert. Finde ich auch nicht uninteressant. Ich meine, klar, jeder hat schon mal von einem Wasserbein gehört, aber ja, keine Ahnung, vielleicht seid ihr alle Professoren, aber ich wusste jetzt nicht, wie sowas zustande kommt und warum und so weiter. Deswegen finde ich das tatsächlich von dieser, ja, von dieser medizinischen Sicht her sehr interessant, das mal so ein bisschen erklärt zu bekommen und natürlich auch am Beispiel von Rainer das hier zu hören. Das finde ich auch schön. Passiert manchmal auch bei gesunden Leuten, wenn Leute so 8 oder 9 Stunden am Tag jetzt laufen oder arbeiten, dann haben die abends in einem gewissen Alter auch dicke Füße. Das ist ganz normal und das kann der Körper im Regelfall auch wieder ganz gut selbst kompensieren. Aber bei Rainer ist halt das hohe Übergewicht das Problem. Bei einem gesunden Menschen würde sich jetzt das Lymphsystem einschalten und dieses Wasser dann einfach abtragen. Das Lymphsystem, ne, das ist dann für den Abtransport zuständig. Oder auch hier, um Du bist doch Krankheitserreger zu wahnsinnig, bekämpfen und Alter. so weiter. Ich gehe da jetzt nicht großartig drauf ein. Wichtig ist nur, dieses Lymphsystem ist durch das Übergewicht natürlich auch eingeschränkt und staut sich zurück, wie das Blut in den Venen ungefähr. Dadurch schwillt auch das Lymphsystem an und es kommt zu sogenannten Lymphödemen. Das hab auch ich schon mal gehört. Sehr schön. Ja. Wie gesagt, wir wissen, wie Rainers Beine aussehen. Und es gab ja immer sehr viele hitzige Diskussionen. Hat Rainer Diabetes? Hat Rainer nicht Diabetes? Ich hoffe, er geht noch drauf ein. Er hat aber, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt, das kommt noch. Ich bin mir, habe ich auch schon öfter gesagt, zu 100% sicher, Rainer hat Diabetes. Und ich habe es auch vorhin schon ein paar Mal im Chat gelesen. Da steuert auch diese, oder das, was dafür spricht, ist auch diese ständige, ja, dieses ständige Schläfrigsein, dieses dauernde Gehen, das sind auch sehr gute Anzeichen dafür, dass er mindestens im Anfangsstadium von einer Diabetes ist. Ja, aber das würde ich sagen, ist bei Rainer eine Wunschvorstellung. Ich würde sagen, der ist da schon relativ gut drin in so einer Diabetes. Aber das ist nur meine Meinung. Mr. Socke Socke, danke fürs Abo, mein Gutster. Lymphödem ist übrigens wieder Schlausprech und bedeutet einfach nur Schwellung. Ja, und dann passiert genau das, was man hier auf dem Bild sieht. Der kriegt einfach kleine, dicke Schwabbelstumpen. Tut mir leid, Bild habe ich weggemacht. Das, ja, wie gesagt, wollte ich euch jetzt weiterhin ersparen. Und sagen wir mal, mit diesen kleinen, dicken Schwabbelstumpen stößt er sich jetzt. Er haut sich einfach, ja, an seiner Zarencouch oder so das Schienbein auf. Dann hat er da eine offene Wunde. Dadurch, dass aber weder Lymphsystem noch das Kreislaufsystem richtig arbeiten kann,
wird diese Wunde einfach permanent unterversorgt. Und wir reden hier immer nur von Übergewicht. Ne? Wir sind noch nicht mal bei Diabetes oder sowas angekommen. Das ist jetzt nur das reine Übergewicht. Die Wunde ist unterversorgt und kann sich nicht selbst heilen. Das heißt, es bleibt eine nässende Wunde zurück. Und stellt euch mal vor, ihr habt die ganze Zeit am Bein dann offene Wunden. Also erstmal, wie ekelhaft das ist, aber auch, wie gefährlich das ist. Ja, dass sich das weiter entzündet und was da alles passieren kann und im schlimmsten Fall die Beine weg und ach, hör doch auf wirklich. Ich könnte keine Nacht mehr ruhig schlafen. Weißt, jeder normale Mensch würde dann gleich ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen und sich behandeln lassen und schauen, was man machen kann. Natürlich werden die sagen, ja, Herr Winkler, Sie müssen ein bisschen abnehmen. Und es ist halt Rainer, also der wird nicht abnehmen und der wird auch erst richtig zum Arzt gehen. Aber das sind halt so Sachen, jeder normale Mensch würde dem entgegenwirken und versuchen, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen. Naja, normale Menschen, nicht Rainer. Im besten Fall schafft der Körper es noch, die Wunde selbst zu schließen. Im schlechtesten Fall schafft der Körper das halt nicht. Und dann bleibt da eine nässende Wunde. Diese Wunde ist natürlich bei falscher Versorgung sehr gefährdet und kann sich entzünden. Das Gewebe um diese Wunde und in dieser Wunde kann nekrotisch werden. Also das Gewebe stirbt dann ab. Rainer könnte eine Blutvergiftung bekommen. Er könnte in die Gefäßchirurgie müssen ins Krankenhaus. Er könnte in die Angiologie im Krankenhaus müssen. Und im allerbesten Fall müsste er nur ein bisschen Antibiotika kriegen und eine Wundversorgung. Im allerschlechtesten Fall stirbt er. Und im ungünstigen Fall passiert das, was man in Fachkreisen Salamitherapie nennt. Also mit so, warte mal, Salamitherapie? Warte mal, was meint er denn jetzt? Also man müsste immer wieder Stück für Stück ein bisschen was von seinem Bein abtragen. Ach so, ich dachte, das ist so eine Art Außenpressur, dass irgendwie das Wasser wieder weggedrückt wird oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay, das Salami, oh Mann, Alter. Ja gut, okay, das stellt euch mal vor, euer Bein muss nach und nach abgenommen werden. Oh, diese Vorstellung. Oh, nee. Es geht mir nicht in den Kopf, wie ein reiner Winkler nichts dagegen tun kann. Ich meine, klar, wir wissen das nicht. Vielleicht ist es bei ihm noch nicht so schlimm. Ja, gehen wir mal davon aus, bei ihm ist es nicht so schlimm. Trotzdem, mal in die Zukunft denken und nicht nur immer an den Gegenwartsreiner. Ich verstehe es halt nicht. Das wird irgendwann auf ihn zukommen. Ich verstehe nicht, wie man da so untätig rumsitzen kann, Dickdock anschmaßt und dann sich wieder ein paar Barren erbettelt. Eieieiei. Weil die Gefäße und alles herum einfach so kaputt sind durch diese Unterversorgung, dass man bis zu einem bestimmten Teil, ich sag mal vielleicht bis zum Knie, vielleicht auch noch weiter hoch, das komplette Bein abträgt, Stück für Stück, bis die Versorgung halt einfach wieder gewährleistet ist und sich so eine Wunde schließen kann. Wir reden hier immer noch nur von Übergewicht, noch keine anderen Faktoren mit drin. Wir können aber auch mal die Haut anschneiden durch sein Übergewicht. Aber die Haut ist kein Organ, ne? Das wisst ihr. Auch wenn die Haut laut Rainer kein Organ ist. Als ob er das selber sagt. Oh Mann, ey. Kann die aber doch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich meine, Rainer hat es ja mit der Hygiene sowieso nicht so. Und er meinte ja auch neulich, seine Klamotten waschen ist momentan nicht so einfach. Das glaube ich ihm auch. Ja, aber ganz ehrlich, damals hat er es bestimmt auch nicht oft gemacht. Also bitte. Er hat ja jetzt ein Medibag dabei, dann hat er direkt wieder 30 HP mehr. Junge, wenn er die Viagra noch mit einschmeißt, Junge, dann geht's aber ordentlich nach vorne. Was denkt ihr denn passiert, wenn er so den ganzen Tag da rumwongelt und seine Oberschenkel oder seine Achseln am Stoff reiben? Da wird die Haut regelrecht weggerieben. Ja, es entsteht dieses so eine Mazeration der Haut. Also die Haut weicht auf, wird abgetragen. Es entstehen großflächige Wunden dort. Das kennt man im Volksmund, glaube ich, als Wolf gelaufen. So nennt sich das. Ja, das kenne ich auch, genau. Hat man bestimmt auch manchmal, wenn man schwitzt oder wenn man sich irgendwie das aufreibt, mal unter der Achsel oder so. Ich glaube, das hat jeder mal so. Aber bei Rainer, der halt wirklich, um es nett zu sagen, massiv ist. Ja, und ich sag mal so, ich denke mal, der wird sich permanent zwischen den Beinen, an der Achsel, unter seinem Bauch, der ja wirklich auch einfach ein Lappen dann vorne ist, ohne ihn jetzt damit beleidigen zu wollen, das ist ja wirklich true, wird sich da alles aufreiben, es wird sich entzünden und, ich will gar nicht wissen, wie, nee,
Darf ich gar nicht drüber nachdenken. Und diese Stellen, die sind halt auch Wunden, die können nässen, die können pilzig werden, die können sich entzünden. Da können richtig eklige Sachen entstehen, auf die ich jetzt aber gar nicht so groß weiter eingehen möchte. Das ist sehr lieb von dir, mach das mal bitte nicht. Also gehen wir mal davon aus, sein Lymphsystem arbeitet in den Beinen schon auf 100 Sachen 80. Dann hat es natürlich auch nicht die Energie oder der Körper nicht die Energie, die Wunden, die woanders entstehen, jetzt zum Beispiel durch so einen Wolf, also er reibt sich jetzt unter der Achsel die Haut völlig weg und da entsteht eine Wunde, dann kann diese natürlich auch nicht mehr einfach so geheilt werden. Ja. Da kriegt er dann auch richtig Probleme, hat Probleme, dass diese Wunden sich schließen. Und das ist ein riesiger Rattenschwanz. Und jetzt tun wir einfach nochmal so, als würde Rainer Diabetes haben, also Zucker. Zucker erkläre ich jetzt auch nicht großartig. Was ist Zucker? Zu wenig Blutzucker ist schlecht für den Körper, zu viel Blutzucker ist auch schlecht für den Körper. Ich denke, bei Rainer müsste man eher von zu viel Blutzucker ausgehen durch seine ganzen Monster Energy Drinks und seine mega gesunde Ernährung, lol. Ja, oder dass er, weiß ich nicht, in seinem Kaffee 15 Stück Zucker reinmacht. Ja, mein Gott, wer macht das denn nicht? Ja. Wenn also unser kleiner Kampfsportexperte hier permanent einen zu hohen Blutzuckerwert hat, greift das auf lange Sicht die Gefäße an und die Gefäße werden zerstört. Die Nerven werden zerstört, die Gefäße werden zerstört und es kann so weit gehen durch die mangelhafte Versorgung, durch das Übergewicht, dazu der Diabetes, dass er halt sogar ein diabetisches Fußsyndrom bekommen kann. Tut euch einen Gefallen, googelt das bitte nicht. Auf gut Deutsch gesagt, ist es genau dasselbe, was ich eben beschrieben habe, was mit dem Bein passiert. Ja, könnt ihr ja gerne googeln, wenn ihr das möchtet. Ich mach das nicht. Ich mach das einfach mal nicht. Also da wären wir dann auch wieder bei einer Unterversorgung des Fußes und dann ist die Wundheilung wieder nicht gegeben und der Fuß stirbt ab. Auch hier würde Reini mit AI im schlimmsten Fall natürlich sterben, im günstigsten Fall hätte er eine lange Therapie im Krankenhaus vor sich und im schlechtesten Fall wären wir wieder bei der Salamitherapie. Wir tun jetzt mal so, als hätte Rainer nicht nur Diabetes und Übergewicht, sondern auch noch Bluthochdruck. Was macht Bluthochdruck? Ja, pumpt halt das Blut mit hohem Druck durch den Körper. Durch den Diabetes sind jetzt die Gefäße sowieso schon angeschlagen und jetzt fängt der Körper an, das Blut mit extrem hohem Druck da auch noch durchzupumpen. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass so ein Gefäß auch mal gerne platzen kann und dann läuft das Blut ins Gewebe nebenan. Blöd wird es, wenn so ein Gefäß im Kopf platzt. Dann hätte Reini einen Schlaganfall. Und so ein Bluthochdruck heißt ja, dass der Körper auch in den Ruhephasen schon extrem hohen Druck hat. Bei Reini kommt zusätzlich das Problem hinzu, dass er ja sehr viel momentan zu Fuß unterwegs ist und durch die Gegend wongelt. Und damit seine Pumpe überhaupt diesen fitten und fetten Körper mit Blut versorgen kann, muss der Körper ja von sich auch schon mal mehr pumpen als jetzt. Und das hört man ja wirklich in jedem Stream, wenn er sich auch nur 5 Meter bewegt. Bäm, Alter. Es ist wirklich unglaublich, wie ein Mensch so viel schnaufen kann. Und da weißt du, was dieser Körper leisten muss, um ja Rainer mit A-E-I-O-U von A nach B zu bewegen. Ja. Und stellt euch mal vor, wie er das sagt, es platzt dann so ein Äderchen oder im schlimmsten. Digga. Mann. Ich hab's gegoogelt, mach es nicht. Nein, ich google es auch nicht. Ich mache es auch nicht. Ich hatte 2 Schlaganfälle hinter mir. Schlimm. Oha, okay. Das ist natürlich. Ja, sowas wünscht man wirklich keinem. Sowas wünscht man wirklich keinem, auch keinem Rainer Winkler. Also ich zumindest nicht. Im durchschnittlichen Menschen. Und wenn dennoch allgemein Bluthochdruck dazukommt, es grenzt einfach an ein Wunder, dass Reinis Körper noch nicht Mädel aufgesagt hat. Jede dieser 3 Erkrankungen, also Fettleibigkeit, also Adipositas per Magna, Diabetes und Bluthochdruck, jede einzelne davon wäre für Reini eigentlich schon extrem gefährlich. Und wenn er wirklich alle 3 zusammen hat, ja, dann wird's wild. Ich könnte das jetzt hier noch ganz lange ewig so weiterspinnen. Zum Beispiel mal ein Beispiel. Rainer kann ja, wie vorhin schon gesagt, seine Wäsche nicht richtig waschen, trägt jetzt lange Zeit dieselben Socken, entwickelt einen Fußpilz.
Der Fußpilz sorgt dafür, dass die Haut an den Füßen aufweicht. Rainer kratzt sich da vielleicht noch und es entsteht wieder eine Wunde. Und vor allem, wo er sich dann noch hinfasst, wenn er sich da kratzt, will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Wenn er sich an der Achse oder am Fuß da kratzt und dann sich nochmal durchs Gesicht geht. Wunderbar, Leute. Körper schafft es nicht, die Wunde zu versorgen, weil Fuß und Oger. Und er entwickelt dadurch ein diabetisches Fußsyndrom und verliert seinen Fuß. Punkt. Das wäre zum Beispiel auch ein Szenario. Oder er ist wieder zu Fuß unterwegs, streamt vielleicht gerade nicht und durch den Bluthochdruck platzt ihm dann mal irgendein Gefäß im Kopf und es kommt zu einem Schlaganfall. Der fällt einfach um. Und wenn ihn dann keiner findet, im Idealfall findet ihn einer und er wird zum Pflegefall. Ja, das sind alles mögliche Szenarien, die mir momentan so im Kopf rumgeistern, wie das Ganze halt momentan ausgehen kann, weil ich wirklich denke, dass Rainers Gesundheitszustand nicht sehr gut ist. Nicht sehr gut ist noch sehr nett ausgedrückt. Ich würde sagen, sehr, sehr kritisch. Ja, also Rainer müsste ganz, ganz dringend was an seinem Lifestyle ändern. Jetzt nicht nur auf diese Wohnungssache bezogen, sondern, oder nicht nur auf sein Gewicht, sondern, oder seine Arbeit, die er sich suchen soll, sondern generell wirklich sein ganzes Leben mal komplett umkrempeln. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das dauert, bis der Körper irgendwann Metal aufsagt. Weil ich glaube, das dauert nicht mehr so lang. Und selbst wenn ihn dann einer findet, ich meine, da kommt wieder das Übergewicht. Wie will man ihm denn helfen können? Ich denke zum Beispiel, eine normale Person hätte schon Schwierigkeiten, ihn irgendwie richtig hinzudrehen, geschweige denn eine stabile Seitenlage zu machen oder irgendwie erst... Das wird dann erstmal eher so eine Rollung, denke ich mal. Und stellt euch mal vor, ihr müsst ein reiner Winkler an eine stabile Seitenlage kriegen. Oh nee. Oh nee. Ich glaube, da würde ich mich lieber entfernen. Scheiße. Die Hilfe zu leisten, das ist ja bei so einem übergewichtigen Menschen wie Rainer auch nochmal extrem erschwert. Zum Schluss möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen, die oft in Bezug auf Rainer vergessen wird. Also eigentlich wird sie nicht vergessen, aber was das eigentlich mit Rainer machen kann und für ihn bedeuten kann, das hat leider keine große Rolle. Schau, schau. Nicht nur ich stinke nach Käse hier. Ah, okay. Dankeschön, Rainers Mikro-Pinsi. Vielen Dank. Und zwar rede ich von seinem Zahnstatus. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage einfach, dass Zahnhygiene in Rainers Leben keinen besonders hohen Stellenwert hat. Ah, also er kommt jetzt doch nochmal aufs Thema Zähne zu sprechen. Okay, bin gespannt, was er zu sagen hat. Jetzt spinnen wir das Szenario mal weiter und sagen, er hat da einfach in seinem Mund irgendwo eine Entzündung. Ja, einen kleinen unbehandelten Bakterienherd. Das kann immer größer werden. Das kann dann bis auf die Knochen übergehen und von den Knochen aus, also von den Kieferknochen und so, bis ins Gehirn wandern und dafür eine Hirnhautentzündung sorgen. Überlegt euch mal, eine Zahnentzündung sorgt dafür, dass der Lord besiegt wird. Das wäre crazy. Ach Mann, ey. Ja, also gut, soweit habe ich jetzt wiederum nicht gedacht. Also ich dachte jetzt, als ich über Zähne geredet habe, eher, dass er halt wahrscheinlich oft Zahnschmerzen hat. Es war ja auch, stand ja auch schon im Raum, dass Rainer sich nur die Zähne putzt, wenn ja ihm wirklich die Zähne wehtun. Er natürlich zu keinem Zahnarzt geht. Der arme Behandlungsstuhl, auf dem er Platz nimmt, kommt mir gerade so in den Sinn, ist egal. Er geht natürlich zu keinem Zahnarzt, ja, das mordert da alles schön vor sich hin. Und ja, an diese Entzündungssache habe ich jetzt natürlich noch gar nicht gedacht, dass das dann auch noch übergreifen kann. Eieieiei. Das klingt jetzt erstmal wie ein Horrorszenario, ist aber gar nicht so untypisch. Ich selbst habe bevor einem halben Jahr erst wieder so einen Patienten bei uns auf Station behandeln dürfen. Der war auch noch relativ jung, ich glaube 24 oder so. Der hatte halt auch einen sehr schlechten Zahnstatus und dem ist das genau halt passiert. Ne? Der hat eine Wunde gehabt, also dann eine Entzündung gehabt im Kiefer, ist nicht zum Zahnarzt gegangen, die wurde immer schlimmer, diese Entzündung, und ist dann auf sein Hirn übergeschlagen. Er hat eine Hirnhautentzündung bekommen und ist dann wirklich zum Pflegefall geworden. Das ist wirklich unvorstellbar. Überlegt euch mal, ihr werdet zum Pflegefall, jetzt unabhängig von Rainer, aber ihr werdet zum Pflegefall, weil ihr einfach keinen Bock auf Zahnarzt habt. Aua.
Das Ganze muss nicht Richtung Hirn wandern, das Ganze kann auch Richtung Herz wandern, dann bekommt man eine Herzinnenwandentzündung und das ist auch nicht viel besser. So, das waren jetzt mal ein paar realistische Beispiele, wie ich finde, wie es um Rainers Gesundheitszustand aktuell aussehen könnte. Mich würde da natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze seht, ob ihr noch irgendwelche realistischen Szenarien habt für Rainers Gesundheitszustand, die ihr euch vorstellen könntet, oder ob ihr noch Ergänzungen zu dem Video habt, da freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ich bin, wie gesagt, völlig neu auf diesem Gebiet, habe keinen... Ich lache jetzt nicht wegen dem Video, ich habe gerade einen nice Kommentar gesehen. Meine größte Angst ist es, vom Woggle umgetackelt zu werden mit vollem Kontakt. Junge, du zersplitterst, das sag ich dir. Oh Mann, ey. Ohne IQ in Videobearbeitung, Tonbearbeitung und so und lerne da natürlich auch noch. Dachte aber, dieses Video ist vielleicht mal für den einen oder anderen ganz informativ. Also über einen Like freue ich mich natürlich, über Verbesserungsvorschläge auch. Und sage vielleicht bis zum nächsten Mal. Metal off. Ja, nices Video. Richtig, richtig nice Video. Hat mir sehr gut gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Ruben Fuchs vorbei. Der hat nur 23 Abonnenten. Lasst da mal ein bisschen Liebe da. Schreibt ein paar Kommentare. Auch gerne mal Grüße von mir. Der ist wohl auch Zuschauer bei mir und hat mir, wie gesagt, das Video empfohlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ruben Fuchs, wenn du das sehen solltest, mach gerne noch einen zweiten Part. Ich finde das sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn das halt jemand erzählt, der auch ja, einen passenden Hintergrund hat und da noch ein bisschen was zu sagen kann. Sehr, sehr nice. Okay, Leute. So, wir sind jetzt 130 Leute. Erstmal noch Medal, an dem die jetzt reingekommen sind. Und ich würde sagen, wir machen jetzt das Q&A, das ich vor gefühlt 10 Wochen angekündigt habe und nicht gemacht habe. Wie der Ankündigungslord. Ja, ja, ja. So, und da würde ich sagen... Moment. Okay. Kann sich durch den Kontakt zu Reinhold auch meine Hirnhaut entzünden? Ich hoffe nicht. Ich kann es dir aber ehrlich gesagt nicht versprechen. So. Dann fangen wir an mit dem Q&A. Also wie gesagt, ich hatte vor ja, geraumer Zeit beim Community Post ein paar... Digga, nochmal von vorne, was war denn das? Nochmal. Also. Gar nicht mehr reden, ich bin so lost. Okay. So, wir kommen zum Q&A. Ich hatte vor geraumer Zeit beim Community-Tab gefragt, ob ihr Fragen an mich habt und da konntet ihr nicht stellen. Perfekt. Du kriegst gleich... Wer wird jetzt hier gebannt? Ja, komm, egal. Ihr könnt mir auch jetzt gerne noch im Stream Fragen stellen und ich werde jetzt hier so ein paar Fragen beantworten. Und ja, was soll ich sagen? Ich fange mal mit der Caroline an. Die fragt, was hat dich dazu gebracht, einen Reaction-Kanal zu starten? Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe die Idee schon lange bevor Wingelwongel entstanden ist im Kopf gehabt. Aber weiß ich nicht, ich habe irgendwie... Ich überlege, ob ich furzen kann, ohne in die Hose zu scheißen. Ja, das ist schön, Mann, danke. Ich habe das schon lange so im Kopf gehabt, aber... Ich war mir nie so, weiß ich nicht, ich habe mich nie überwunden, das wirklich mal zu machen, bis ich es dann halt doch gemacht habe. Aber was hat mich dazu gebracht? Vor allem die anderen nice Reactor, wie zum Beispiel auch ein Arnie, ein Ofi und so weiter. Klonter habe ich damals auch viel geguckt, gucke ich heute tatsächlich auch gar nicht mehr so wirklich Klonter, weil mir so diese Art nicht so mehr so zusagt, keine Ahnung. Ich glaube deswegen. Und halt, weil ich natürlich auch eigenen Content halt um dieses Thema ein bisschen machen wollte und damit auch ein paar Leute erreichen wollte. Aber muss sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es dann doch so viele Leute erreicht. Sehr nice. Seit wann bist du im Game? Das hatte ich schon mal beantwortet, Mr. Socke Socke. Ich kann es halt leider echt nicht genau sagen. Ich würde sagen, so seit 2015, ich sage jetzt mal 2015, aber ich bin mir leider auch nicht ganz sicher. Ich kann es leider auch nicht genau beantworten. Es ist leider schon so lange her. Wieso geht kein Halt der Maul?
Weil ich das auf eine. Leute, also bitte, ich habe da einen Cooldown eingestellt von 7 Minuten, sonst spammt er das die ganze Zeit. Also bitte, das geht ja nun nicht. Hast du dir schon mal Gemüse wie zum Beispiel einen Rettich eingeführt? Nein, das Vergnügen hatte ich tatsächlich noch nicht. Der Nächste hat gefragt, wurde die Rettichfrage schon gestellt? Ah, Leute. Findest du ein Tempolimit gut oder sollte es auch gerne mehr als 180 sein? Also um die Frage mal, die wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint ist, ernst zu beantworten. Ich muss sagen, keine Ahnung, ich bin niemand, der groß rasen muss. Von mir aus kann es auf der Autobahn auch ein Tempolimit von, keine Ahnung, 180, 150 geben. Das würde mich nicht so jucken. So, welche Staffel ist deine Lieblingsstaffel im Game? Das ist eigentlich eine coole Frage. Ich überlege gerade, welche Staffel ist meine Lieblingsstaffel im Game bis jetzt gewesen? Puh. Ich muss sagen, die Indianer-Staffel fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht. Die Ford Ranger-Staffel war halt auch nice, ne? Ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt gar nicht so spontan entscheiden. Ja, ich würde jetzt sagen, die Ford Ranger-Staffel, weil was da halt so passiert ist, war schon nice. Du bist ein verdammter Vollidiot! War schon nice mit diesen 180, mit diesen, erfährt man einen Tag nach Italien und flüchtet dann wieder, weil er merkt, dass er mit keinem kommunizieren kann und so. Irgendwelche Streams an Raststätten, wo er ganz normale Familien für Hater hält, obwohl die da einfach nur ihr Brötchen essen wollen oder so. Ah, nee, die Ranger-Staffel war schon sehr, sehr nice. wie schreibt man Rubenfuchs? R-U-E-B-E-N. Also Rubenfuchs. Rueben quasi. Wenn ich das Video rauskommt, werde ich ihn auf jeden Fall auch verlinken. Also da findet ihr den auf jeden Fall dann auch. Haben wir hier noch eine Frage im Chat? Du bist doch wahnsinnig, Alter. Ah, Herr Wongel. Achso, Mr. Socke Socke hat ja auch noch abonniert. Oh, Mensch, Mensch. Hat ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Ach, ich bin so durcheinander. Nur seriöse Frage. Stromlos. Stimmt. CJ, Stromlos in der Schauerberg war natürlich auch eine nice Staffel. Ah, aber ich bleib bei der Ford Ranger Staffel. Die hat mir sehr gut gefallen. Hey, Tempo, jetzt mach dich mal nicht unbeliebt, Junge. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass viele sehen das bestimmt anders, aber ich muss halt echt nicht, weiß ich, das ist, ich bin nicht so der Raser, ich bin nicht so der Reiner, der mit 180 unterwegs sein muss. Deswegen sehe ich das vielleicht anders als andere. So, haben wir ja auch noch ein paar ordentliche Fragen. Was ist aus deiner Sicht der historischste Moment im Game? Jonas, gute Frage. Der historischste Moment, naja, Für mich war, also ich gehe jetzt mal davon aus, es war historisch, weil es für mich heute auch noch eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das für euch so historisch war, aber für mich waren die Cola-Bärchen-Leaks eins der nicesten Sachen, die so im Game passieren. Also natürlich auch mit dem Heiratsantrag und so und mit dem Meltdown zum 30. Geburtstag und so. Das war alles cool und ist alles schick, aber ich muss wirklich sagen, diese Cola-Bärchen-Leaks, diese 11, 12 Stunden, die gebe ich mir einmal jährlich mindestens nebenbei beim Zocken oder so. Das ist wirklich, also wirklich, ich finde diese Cola-Bärchen-Leaks so verdammt interessant, einfach weil Rainer auch so viel von sich preisgibt. Und ja, am Ende dann noch das Panieren, das ist für mich so der historischste Moment, diese ganzen Cola-Bärchen-Leaks, dass sich da wirklich Leute hingesetzt haben und monatelang Rainer quasi, nach Informationen ausgequetscht haben und dann sogar noch einen HIV-Test aus ihm rausbekommen haben. Das war für mich wirklich, das war für mich der historische Moment. BLM? Ja gut, BLM war auch nicht schlecht. Das war zum Fremdschämen. Was denkst du, wie es Rita geht? Auch bezüglich ihres... Was denke ich, wie es Rita geht? Ich denke, ihr geht's gut. Ich denke, dass das Schlauste, was Rita machen konnte, ist es gewesen, sich von Rainer komplett zu distanzieren. Genauso wie die Schwester, die ja mittlerweile auch ein Kind hat und so weiter und so fort. Wo ich auch absolut dafür bin, dass diese Leute in Ruhe gelassen werden. Weil ich glaube,
die schämen sich genauso, mit Rainer verwandt zu sein, wie alle Leute im Dorf sich geschämt haben, neben Rainer zu wohnen oder in der Nähe von Rainer zu wohnen. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Ich glaube oder hoffe, ihr geht's gut. So, haben wir hier noch ein paar Fragen? Das nehme ich noch ein paar aus. Stellt noch mal ein paar ordentliche Fragen. Kommt, Leute. Wenn ihr welche habt, zumindest. Was? Was? Wenn das Thema, wenn ihr dabei ist, bist du. Ich sowas schon lese. Bei welchen von Rainers lyrischen Meisterwerken zuckt dein Klingelständer am stärksten? Also, ich beziehe das mal darauf, was mich am meisten triggert. Und ich muss sagen, am meisten getriggert hat mich diese Hausmädchen-Story mit dem 8-jährigen Rainer, ne? Das war schon nicht mehr so lustig, ehrlich gesagt. Das muss ich mal so sagen, wie es ist. Bist du auch Bielord? Endlich werden auch mal seriöse Fragen gestellt. Sehr gut. Was war dein Lieblingsausraster von Reini? Da fällt mir halt sofort dieser Meltdown zum 30. Geburtstag ein. Ne? Der war ja wirklich utopisch. Der war wirklich utopisch. Ich überlege gerade, ob es noch einen geileren gab. Aber nee. Nee. Allein wie er da seine Gestik und Mimik nicht richtig unter Kontrolle hat und wirklich da rumbrüllt, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und ihr werdet gebannt, ich sag's euch. Caro, ich hab's gesehen. Ich werde dich bannen, Mann. Das war schon wirklich, ich glaube auch mit Abstand, der krasseste Ausraster. Freust du dich schon auf Zelda Tiere auf the Kölner Dom? Ich freue mich auf Tears of Kingdom. Und ich freue mich vor allem drauf, wenn Rainer auf den Trailer reagiert. Das auf jeden Fall. Oh, yeah. Wingelwonge, hast du schon von Rainer geträumt? Ich leider ja. Ich habe noch nie von Rainer geträumt. Und das wundert mich, weil ich mich seit ich diesen Kanal habe, beschäftige ich mich viel zu viel mit dem Dicken. Das ist wirklich unglaublich. Ich beschäftige mich viel zu viel. Gott sei Dank habe ich noch nie davon geträumt. Wenn das anfängt, brauche ich erstmal einen Zug, glaube ich. Dann geht es wirklich nie weiter. Wann wird WWE billiger? Ach, Leute. Mädel miteinander. Mädel, was geht, was geht. Stellt gern Fragen. Hacke oder C. Eine Kombination aus beidem. Eine Kombination aus beidem ist ideal, bin ich der Meinung. Oh, das ist eine sehr nice Frage, Jonas. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, gibt es für dich persönlich eine gute Charaktereigenschaft in Rainer? Das ist eine richtig gute Frage. Ich gehe jetzt ganz tief in mich. Ganz, ganz tief. Ich muss sehr, sehr, sehr tief buddeln. Ich muss irgendwas finden, was man so auslegen kann, als ob es positiv wäre. Warte mal. Ich meine, okay, also man, das kann man auch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, er gibt nie auf, aber das stimmt ja auch nicht. Warte mal, ich muss noch mal gucken, wie hast du die Frage gestellt? Gibt es für dich persönlich eine gute charakterische Eigenschaft an Rainer? Ich finde seine Charaktereigenschaft, naja, gut nicht, aber interessant, dass er es schafft, konstant zu lügen. Keine Ahnung, Mann, mir fällt echt nichts ein. Es tut mir leid. Mir fällt echt gerade wirklich nichts ein. Leute, ganz ehrlich, fällt euch eine gute Charaktereigenschaft von Rainer ein? Schreibt es gerne mal rein, aber mir fällt nichts ein. Wenn du die Möglichkeit hättest, dich mit dem Rainer zu resozialisieren, gewerblich befassen zu können, würdest du es machen mit dem Wissen von heute? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Warum hörst du dich so eng an? Weil ich es einfach bin. Das ist der Trick. Wann wird der Ogre seinen Wanderstock als Waffe einsetzen? Wundert mich ehrlich gesagt, dass er es noch nicht gemacht hat.
Wegen, glaubst du, das Game wird hier enden? Ich glaube, das Game wird nicht wirklich irgendwann enden, weil ich einfach nicht glaube, dass Rainer sich komplett aus dem Internet fernhält. Also das Game wird, es ändert sich immer mal wieder. Viele Leute dachten ja damals, wo bei YouTube sein Kanal gelöscht wurde, ah, das Game ist jetzt vorbei. Da ging es halt auf TikTok weiter. Dann ist er da halt gesperrt gewesen, dann geht er auf Instagram, dann geht er auf Odyssey. Also Rainer sucht sich halt immer irgendeine Plattform. Ja, und selbst wenn alle Plattformen wechseln, dann macht er sich 30 neue Accounts, keine Ahnung. Und selbst wenn er dann nur drei Zuschauer hat, dann ist es trotzdem egal. Also ich glaube, das Kerngame an sich wird, wenn überhaupt, erst in sehr langer Zeit enden. Wenn Rainer vielleicht wirklich einmal nicht mehr ist. Aber ich glaube, solange Rainer existiert, wird das Game auch bestehen bleiben. Weil ich glaube nicht, dass Rainer die Stärke hat, keine Videos mehr von sich hochzuladen. Oder ich sag mal, nichts mehr von sich preiszugeben. Wegen gute Eigenschaft, er vergisst den Geburtstag von Marion nicht. Stimmt, stimmt, danke dir. Dann nehme ich das. Dann nehme ich das, das passt. Sollte man die Polizei rufen, wenn Rainer im Wald beim Übernachten, wenn man Rainer im Wald beim Übernachten sieht? Definitiv, denn wild campen oder wild rumliegen, schlafen ist definitiv eine Straftat. Du bist als guter Bürger verpflichtet, die Polizei zu informieren. Am besten, du rufst Herrn Müller an. Der erledigt das dann prompt. Da sagst du, hier liegt ein dicker, aber auch sehr fitter Du bist Mensch doch wahnsinnig, Alter. und ist am Wildcampen. Charaktereigenschaft, gnadenlos durchziehen und sich weiter reinreiten. Ich hatte auch an sowas Ähnliches gedacht wie nicht aufgeben, aber das klingt halt schon wieder zu positiv und stimmt auch einfach nicht. Ah, Mr. Jordan, der Mann, den ich überall in den Kommentaren sehe. Melle, was geht's? Freut mich, dass du auch am Start bist. BH nicht vergessen. Nee, wie könnte ich das vergessen? Okay, dann gucke ich noch mal nach ein paar Fragen. Leute, schreibt gerne ein paar Fragen. Ansonsten gehe ich noch die durch, die mir hier gestellt wurden im Community-Tab. Kennst du auch schon die Kristalldüli, aka Kristallmensch, Kristallwolf, Kampfkunstmeister? Ja, kenne ich. Der Typ ist ein einziges Meme, aber mir ist meine Zeit einfach zu kostbar, mich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ganz lustig, aber ja, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Wie viel Zeit nimmt der Drachenlord in deinem Leben ein? Und wissen Freunde und Bekannte von deinem Kanal? Das sind eigentlich zwei Fragen, bist gleich gebannt, aber ist okay. Der Drachenlord nimmt in meinem Leben, seit ich meinen Kanal habe, viel zu viel Zeit ein, muss ich ehrlich sagen. ich gucke mir, ich habe ja vorher schon mich viel mit Rainer oder mit den Videos der Haterschaft beschäftigt. Aber seit ich meinen Kanal habe, noch viel mehr. Und vor allem auch mit den Streams von Rainer, die er jetzt ja auch wieder rausgespammt hat. Einfach um zwangsläufig natürlich auch ja aktuell zu bleiben, ne? Zu wissen, was gerade passiert. Deswegen, ich würde schon sagen, es nimmt sehr viel von meinem Leben ein. Ein bisschen mehr, als mir lieb ist, muss ich ehrlich sagen. Und wissen Freunde und Bekannte von deinem Kanal? Ja, tatsächlich wissen eigentlich alle Freunde und Bekannten, na gut, Bekannte jetzt nicht, aber meine engsten Freunde wissen auf jeden Fall von meinem Kanal. Und ja, haben mir alle gedankt. Gedankt. Sie haben mir gedankt. Haben mir alle. Ja. Haben mir alle gratuliert, dass es doch so gut funktioniert und dass tatsächlich sich Leute auch dafür interessieren. Und das, wie gesagt, freut mich auch, dass das alles so ist, wie es ist. Kristallwolf hat die Schnappatmung revolutioniert. Glaubst du, dass Rainer in zukünftigen Schulbüchern über Sicherheit im Internet verfasst wird? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Stell dir das mal vor, was das für eine Genugtuung für Rainer wäre. Nee, das will ich wirklich nicht hoffen.
Denkst du, Rainer hat eine oder keine Unterbuchse? Ehrlich gesagt will ich darüber gar nicht nachdenken. Aber ich bin der Meinung, wenn er eine hat, dann hat er auch wirklich nur eine, die er auch die ganze Zeit trägt. Ah, wunderschöne Vorstellung. Wunderschöne Vorstellung. Ekelhaft. So. Was haben wir denn noch so? Ja, hast du denn mal Gemüse, Gurke, Rettich eingeführt? Habe ich alles schon eingeführt? Sagen wir mal, du wärst ein Bärchen und kein Bub. Hättest du dann jemals versucht, Rainer zu verarschen? Die Antwort ist definitiv ja. Definitiv. Ich meine, ich kann auch als Kerl schreiben. Das Problem ist, ich bräuchte dann natürlich ein Bärchen als als Sprachnachrichten-Model so mäßig. Das Problem ist halt, Rainer wurde halt schon richtig, richtig dolle veralbert. Sehr, sehr oft. Und selbst so ein lernresistenter Mensch wie Rainer, ja, der checkt das langsam. Und das ist sehr, sehr schade. Also, sich Rainers Vertrauen zu erschleichen, ist halt gar nicht mehr so einfach. Weil erstmal musst du natürlich den ganzen Sexanfragen von ihm dodgen. Wenn er immer wieder fragt, jo, hast du Bock, schickst du Nudes, machst du dies, machst du das, machst du jenes. Und weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich es zumindest mal versucht. Und startest du mit deinem OnlyFans-Account? Der ist doch schon da. Junge. Fertigst du schon Autogrammkarten an? Die sind in Bearbeitung. Was zockst du gern? Also dein Lieblingsgenre? Oh, ich würde sagen, das ist dasselbe wie bei reiner Rollenspieler. Nee, RPGs zocke ich sehr gerne, aber ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Machst du dir Gedanken um finanzielle Absicherung im Alter? Also, ist eine nette Frage, aber ich dachte eigentlich, mir werden so Rainer-bezogene Fragen gestellt. Machst du dir Gedanken um finanzielle Absicherung im Alter? Natürlich, deswegen habe ich diesen Kanal. Nicht wirklich, nein, ehrlich gesagt nicht. Also, es kommt, wie es kommt. Ich werde eh nicht über 60, Leute, ihr wisst Bescheid. Was meinst du dazu, dass er seinen Schlafplatz so hinterlassen hatte? War er es oder war das vielleicht zum Teil alter Müll? Ich habe ja die Bilder auch gesehen und ich weiß es ehrlich gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Rainer Weg da natürlich wie in seiner Schanze einfach sein Zeug da liegen lässt oder rumwirft und dann im nächsten Moment natürlich wieder sagt, oh ja, Leute, Umwelt wichtig und so, ihr wisst Bescheid. Deswegen, ich denke schon, dass eine gute Chance besteht, dass Rainer das gewesen ist. Das denke ich schon. Wann ist der Drache endgültig besiegt und offline? Naja, wenn er endgültig offline ist, würde ich mal sagen. Oder halt nicht mehr unter uns weit. Das ist so meine Antwort dazu. Bist du schon mal an der Schanze gewesen? Tatsächlich nicht. Ich bin nie an der Schanze gewesen. Ich hatte mal einen Ausflug geplant. Ich sage jetzt natürlich nicht, wo ich hier wohne und so, aber ich fahre schon ein Stück, sag ich mal. Und ich wollte diese Reise, diese wunderbare Pilgerreise, nicht alleine antreten. Hab einen Kumpel gefragt, der ist aber dann abgesprungen und alleine wollte ich nicht fahren. Und dann habe ich es doch gelassen. Dann habe ich es leider doch gelassen. Wollte dann eigentlich nochmal was organisieren, aber dann wurde die Schanze ja leider schon verkauft und abgerissen. Und damit war es das dann leider mit der Besuchung der Schanze. Sehr schade, wirklich. Sehr, sehr schade, dass ich das nie miterlebt habe. Warum bist du zum Hater geworden? Warum ich zum Hater geworden bin? Ich glaube, ich bin nie zum Hater geworden. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe Rainer damals das erste Mal in diesem Eisbrecher-Tanzvideo gesehen und habe einfach gedacht, ja, das ist irgend so ein Dulli, der so eine Rolle spielt, ein bisschen Leute unterhalten will. Und dann bin ich später nochmal auf ihn zurückgekommen. Da weiß ich leider auch nicht mehr ganz, welche Videos das waren. Und da würde ich sagen, bin ich nicht zum Hater geworden, sondern ich war dann instant einer. Zumindest, vielleicht nicht unbedingt Hater, aber auf jeden Fall sehr kritisch schon eingestellt. Weil man natürlich schnell gemerkt hat, wie Rainer drauf ist. Gut, Leute. Habt ihr im Chat jetzt noch ein paar Fragen? Ich bin jetzt die Frage aus dem Community-Tab soweit durchgegangen, zumindest die, die man halbwegs ernst nehmen kann. Leute, habt ihr noch Fragen im Chat? Fragt mich gern. Ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Video.
War auch noch nie an der Schanze. Ja, das Problem ist, man kann es ja nicht mehr nachholen. Es ist ja jetzt vorbei. Das ist sehr, sehr schade. Leider kam uns Corona dazwischen, sonst wäre ich auch am Tor gewesen und wäre auf seiner Liste gelandet als Du bist doch Küstenhater. wahnsinnig, Alter. Sandro Kniel hat rein abonniert, Dankeschön. Und Leon Kohler auch, habe ich noch nicht vorgelesen. Sorry. Herr Wongel auch, mein Gott, habe ich alles nicht vorgelesen. Was ist denn da nur los? So, gibt es hier noch Fragen? Bock auf Sexzocken, vielleicht später? Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Das ist eine ganz tolle Frage. Tatsächlich esse ich es mit Butter, okay? Ihr könnt jetzt ruhig rumhaten. Gab es jemals eine Aussage von Rainer, die du nicht menschlich verwerflich fandest? Bestimmt. Aber da kann ich jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen. Ich sag mal ja, aber ich weiß gerade nicht welche. Weil die, die ich verwerflich finde, überschatten alles andere. Würde ich jetzt mal so sagen. Bin leider erst ins Game gekommen, kurz bevor die Schanze verkauft wurde. Ach, Leute. Da hast du die besten Zeiten verpasst. Also, ich finde wirklich, die besten Zeiten, ein Hater zu sein, war so zur Junau-Zeit. Zur Junau-Zeit war wirklich, also, ach, das war. Ach, das, ich wünsche mir diese Zeiten so hart zurück. Das ist, ich werde jedes Mal nostalgisch. So geil, wirklich. Ich wäre so gern mal bei der Schanze gewesen. Ja, ich auch, ich auch. Aber ich hatte leider auch keinen, der da noch hingehen wollte. Und wie gesagt, alleine fahre ich da nicht ewig hin. Na gut, Leute. Okay. Dann war es das erstmal zum Q&A. War trotzdem nice. Waren auch ein paar nice Fragen dabei. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hinein ins nächste Video. Und das ist. Nur weil ich dick bin und Ja. weil ich vielleicht der Kaschspieler bin für euch. Ja. Okay, wir gehen rein in den einzigen Gamer rein. Ja. Moment, geht sofort los. So. Ich trinke noch schnell was. Danke für deinen Content, das macht das Game noch um einiges erträglicher. Das ist ganz lieb. Ganz viel Liebe an dich. Ich bin erst bei der Ford Blue Staffel beigetreten. Ja, auch leider sehr spät. Ich empfehle dir, falls du es nicht getan hast, unbedingt die Junau-Zeit nachzuholen. Vielleicht bin das auch mal ich, aber Junau war wirklich, also pff, diese gefühlt 20 FPS-Streams mit richtig schlechter Qualität. Rainer hat sich von allen Sachen triggern lassen. Er konnte diesen Low-Level-Chat, ja, es war wirklich so geil, Digga. Also, guckt euch, wenn ihr es nicht kennt, die Juna-Zeit an. So geil gewesen. Juna war Premium, da kamen die Memes her und alles hatte irgendwie mehr Charme. Aktuell ist Reini ja nur noch am Betteln beleidigen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt definitiv. Na gut, Leute, wir gehen rein. Moment. Und zwar jetzt. Metal, Leute. Viele beschweren sich, meine Begrüßung ist wieder zu kurz geworden, deswegen mache ich es jetzt in Zukunft wieder ein bisschen länger. Die Geschichte des Drachen Lord mit Ö. Episode 27, Drache ist back. Ich bin gespannt. Der Einzige hat ja schon das ein oder andere gute Video gedroppt. Schaut bei ihm vorbei. Ist unten natürlich verlinkt. Let's go. Am 23. November 2016 erschien dann mit Drache Unser ist ein Feuer das angekündigte Video über Religion. Ey, wirklich, stellt euch vor, ihr lasst euch von Rainer was über irgendeine Drachenreligion erzählen, ey. Bah. Die Religion der Drachen ist eine ehrwürdige und alte Art des Glaubens. Junge, also erstmal Soundqualität on fleek, ja. Richtig, richtig gut. Und, wunderbar ausgekiet auch wirklich, Rainer. 10 von 10, ja, kann man nichts sagen. Greenscreen ist da, super, let's go. Und es ist natürlich auch maximal unangenehm, wie er da redet, wie er sich gibt. Das ist.
Ja, also als 10-Jähriger hätte ich das auch noch gemacht, sag mal so. So. Auch headbangte Rainer an diesem Tag zu Sabaton. Am 24. November filmte er sich beim Autofahren in Nürnberg. An diesem Tag erschien die Dokumentation Drachenlord vs. Hater, wenn Cybermobbing Realität wird, auf dem YouTube-Kanal Y-Kollektiv, welcher auch zum Funknetzwerk gehört. In der Dokumentation wird Rainer zwar hauptsächlich als Opfer dargestellt, doch obwohl Rainer nicht mit ihm zusammenarbeiten wollte, da er fürchtete, noch mehr negative Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, fuhr der Journalist Dennis Leifels nach Altschauerberg. Auch geil gewesen. Also ich habe mir das natürlich auch angeguckt, weil mich das auch interessiert hat. Und ich muss wirklich sagen, das war richtig, richtig weird. Also natürlich auch viele, viele Aussagen, die natürlich von Rainer wieder verharmlost wurden. Klare Sache. Aber auch, dass dieser Typ da Hater anhält und die verurteilt und sagt, hey, warum fahrt ihr hin, bla bla, ein Drachenlord-Interview nicht bekommt und dann einfach selber hinfährt. Der Typ ist auch wirklich der Beste, Alter, ganz ehrlich. Junge, macht eine Doku wegen dem Hate, ja, ist auch dagegen und fährt dann selber hin, obwohl er da nicht erwünscht ist. Deswegen wurde ihm von einigen Seiten auch vorgeworfen, nicht besser zu sein als die Hater. Im nächtlichen Stream behauptete Rainer, mit rechtlichen Schritten gegen die Macher der Dokumentation vorzugehen. Dann erklärte er, Durchfall zu haben. Und nein, ich habe die Dokumentation nur zur Hälfte gesehen. Und schon was gegen die ganze rechtlich unternommen. Glaube ich dir sofort, dass du da rechtlich was gegen unternommen hast, Rainer. Bist du zu deinem Onkel gegangen, ja? Also bitte, als ob du irgendwas rechtlich unternehmen würdest. Du würdest gar nicht wissen, was du da machen sollst. Geschweige denn deinen Arsch hochbewegen, um irgendwas zu machen. Und den flotten Otto habe ich im Moment auch anscheinend. Danke für die Info. Keine Windel an, ich habe eine Decke um mich gewickelt und zusammengebunden. Kauf dir meine Hose, ich habe eine Hose an, Alter! Am 25. November erschien das Video Fragen an Aiblali, bekomme ich Antworten. Darin. Ich muss es wieder sagen, wie er da noch aussieht. Wenn man aktuelle Streams von ihm sieht. Und dann immer diese, wir sind ja wirklich, also wir sind noch nicht so weit, wir sind bei 27, ne? Ich glaube, seine aktuelle Folge bewegt sich irgendwo im 80er-Feld. Wie er da noch aussieht, es ist so utopisch. Beschwerte sich hauptsächlich darüber, dass Aiblali ihn für arrogant hält und lädt ihn auf ein persönliches Treffen ein. Ich will nicht, ob ich furzen kann, die Hose zu scheißen. Warum hältst du mich für arrogant, nur wegen meinem Handeln? Finde ich nicht wirklich gerecht. Rainer ging auch davon aus, wenn nur einer der größeren YouTuber ein Video mit ihm machen würde, dann würde der Hate zurückgehen. Im Stream behauptete Rainer, sollte morgen niemand zum Posterverkauf kommen, dann würde er bald keinen Strom mehr haben. Am 26. November erschien dann Fragen an Gronkh, bekomme ich Antworten. Rainer beschwert sich über Gronkhs Antwort auf seinen Tweet am 4. September und lädt auch Gronkh zu einem persönlichen Treffen ein. Am 27. November zeigte Rainer in einem Video, wie er einen Adventskranz bastelt. Das war schön, Adventskranz bastelt. Ja gut, kann er ja machen. Aber hier ist ihm eins jetzt auch wieder schön, ne? Wie es bei ihm aussieht. Und dann erzählt Rainer dort, ja, so unordentlich ist es gar nicht. Also wirklich, also ich bin auch nicht der ordentlichste Mensch. Ich denke mal, viele von euch sind auch nicht super penibel und super ordentlich. Aber wirklich, bei Rainer sah es ja überall aus wie Müllhalde. Naja, utopisch. Sam Dude LOL, danke fürs Abo. Am 28. Und danke dafür, ey Bloody. November enthüllte er auf Twitter, dass die Rechtschreibprüfung seine Rechtschreibfehler zwar erkennt, aber er zu faul ist, sie auszubessern. Warte mal ganz kurz. Ankündigungslord. Und ja, ihr dürft mich Ankündigungslord. Nee. Nee. Leute. Wie falsch kann man das Wort nennen schreiben? Nur weil ich dick bin. Und weil ich vielleicht der Kaschspieler bin für euch. N-N-N-E-N. Nennen. Denn ich habe heute wieder mal bewiesen, dass ich nicht halten kann, was ich sage, auch wenn ich das zu dem anderen Zeitpunkt nicht wissen konnte. Mehr dazu morgen im Video. Tanzverbot? Warte mal, dir werden die Wörter sogar rot unterstrichen und du tweetest es trotzdem so.
Ja, natürlich. Rainer ist doch wirklich für alles zu faul. Mittlerweile ja, warum soll ich mich für Leute anstrengen, die sich schon eine Meinung über mich gebildet haben? Oh Mann, Rainer. Am 29. November offenbarte Rainer in dem Video Infos langsameres Internet, Strom und PC, dass er sein Geld für Strom ausgegeben hatte und deswegen sein Internet nun wieder gedrosselt sei. Am 30. November äußerte er die Vermutung, dass jemand über YouNow seinen Browser hackt. Al-Blali offenbarte in seinem Stream, dass er Rainer für arrogant hält, unter anderem wegen Vorfällen wie damals, als Rainer eine freundliche Einladung zum Grillen ausgeschlagen hatte. Ursprünglich hatte er Rainer für die Roast Yourself Challenge nominiert, damit Rainer einmal die Chance hätte, Selbstironie zu beweisen. In der Nacht auf den 2. Dezember 2016 gab es dann erneut einen Stream. Weißt du, bring dich um, nennst du dich. Was machst du, wenn ich mich wirklich umbringe? Dann bist du daran schuld. Ich hoffe, du wirst dein ganzes Leben lang, wenn du sowas den Leuten sagst, hoffe ich, wirst du, wenn es irgendwann mal einer machen, und dann wirst du dein Leben lang nicht mehr froh, Alter. Ich hoffe ernst. Ganz ehrlich, Rainer, gib einfach Aru. Wie oft sagst du irgendwelchen Leuten, sie sollen sich umbringen, du hoffst, ihre ganzen Familien sterben und so ein Zeug. Wie oft erzählst du das? Also wirklich, wie man so eine Bullshit labern kann. Da könnte ich auch schon wieder ausrasten, ey. Ich sag, dass du dein Leben lang Depressionen hast, deswegen. Ey, ich bin 27 Jahre ohne Sex, ja. Also werde ich auch mal einen Tag oder mal eine Woche oder mal einen Monat ohne Sex auskommen. Gegen Abend streamte Rainer wieder und redete über seine Trainings- und Kampfsporterfahrung. Weißt du, jemanden aufgrund seiner körperlichen Attribute zu beleidigen, zeugt von einer niedrigen Gesinnung und einem kleinen Penis in der Hose. Die Kraft ist völlig unerheblich. Ich kann einen umhauen, der 10-mal stärker ist als ich. Einfach nur, wenn ich richtig zuschlag an der richtigen Stelle. Nur weil ich dick bin! Und die meisten Leute, die trainieren sowieso nur ihre Oberarme. Man muss den Muskel immer auf Spannung halten. Man darf nicht ganz zu einem her. Ja. Rainer, 230. Das ist doch wahnsinnig. 230 Kilo will mir erzählen, wie man richtig mit den Muskeln flext und richtig trainiert. Danke, Mann. Danke, Mann, einfach nur. Christian Brotmann. Nicer Name, by the way. Danke fürs Abo. Nicht ganz zu einem her, weil das ist ein Ruhezustand, und wenn du ganz nach unten gehst, ist auch ein Ruhezustand. Ja, Kollege, ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Ich weiß durchaus, wie das geht. Brauchst du gar nicht lachen, Alter. Du bist ja 2 Meter groß, oder? Kann das sein? Ja, ganz so groß bin ich nicht. 1,90, 1,96, irgendwas in der Größenordnung. Ich weiß es nicht genau. Wobei, ich glaube, neulich hat man mich gemessen, da war ich, glaube ich, 1,89. In dem Video Kein Strom, wie war das, ging Rainer noch einmal auf die stromlose Zeit ein. Es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Es war sehr interessant und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Diese Lügen. Ich hab's schon mal gesagt, aber ich muss das nochmal richtig stellen. Stellt euch vor, ihr sitzt da monatelang ohne Strom. Ja? Ihr sitzt da monatelang ohne Strom. Und dann sagt ihr, ja, es war eine coole Erfahrung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Glaube ich dir, Rainer. Von euch Killing Floor? Nein. Wie bitte? Wie bitte? Killing Floor. Killing Floor? Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Ist das jetzt dein Ernst? Also wirklich so utopisch, wie man immer wieder rumlügen kann. Ja, Eilia, das war eine tolle Erfahrung. Ich bin dafür, jede Erfahrung nimmt man mit, Junge. Also wirklich, Rainer, wenn man mal 2-3 Tage ohne Strom da sitzt, dann kann man vielleicht davon reden, ja, okay, das war mal eine Erfahrung. Aber Rainer, monatelang ohne Strom, du willst mir erzählen, das hat dich nicht abgefuckt. Alles klar. Das hört sich lächerlich an irgendwie, oder? Aber es war wirklich so, es hat wirklich Spaß gemacht, wirklich mal keinen Strom zu haben. Ich konnte keine Videos machen, ich konnte keine Streams machen. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas in die Richtung zu machen. Dann kam er auf die Dame, mit der er damals gemeinsam den Zoo besucht hatte, zu sprechen. Also sie ist eine sehr, sehr schöne Frau, eine sehr anziehende Frau, mit der ich gerne auch mehr Kontakt gehabt hätte oder hätte. Aber... und damit ist nicht gleich wieder das gemeint, was ihr wieder denkt. Bist du am Arbeiten, ne? Ich bin pervers. Nee, also es ist eine sehr, sehr wunderschöne Frau. Ja, aber wegen dem Hate ist natürlich klar, dass ich mit jemandem nichts anfangen kann und dass ich deswegen momentan absolut kein Interesse an Frauen habe, weil es einfach, das ist einfach nichts. Also das passt einfach nicht zusammen. Genau, Rainer. Also, oh nee, also ich habe gerade auch einfach kein Interesse an Frauen. Alles klar.
Genau. Du sprengst doch alles an, was bei Reini auf dem Baum ist. Erzähl doch nicht. An diesem Tag eröffnete Rainer eine neue Facebook-Seite und beschwerte sich in einem Post über die Polizei. Am 3. Dezember beschloss Rainer, die Poster zur Weihnachtszeit günstiger anzubieten. Der alte Sparfuchs. Hat er schon ein richtiges Geschäftsmodell. Warte mal, ich will mal kurz lesen. Ich frage mich, wofür gibt es die Polizei eigentlich? Immer heißt es, wir können nichts machen. Oder das ist ihre eigene Schuld. Ja, es ist meine Schuld. Aber bin ich deswegen nicht vom Gesetz her geschützt, wenn angegriffen werde? Steht da wirklich so. Leute, mich oder mein Grundstück verletzen, beschädigen? Warum wird man Polizist? Ich dachte immer, um Menschen zu helfen. Offensichtlich werden immer 90% nur deswegen Polizist, damit sie gut verdienen. Vielleicht sollte Deutschland mal darüber nachdenken, die werten Beamten einer Untersuchung zu unterziehen. Denn unter Garantie sind mehr als die Hälfte aller Polizisten ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, wegzuschauen, wenn Menschen Hilfe brauchen. Das ist eine verdammt harte Unterstellung. Und wenn ich ein Polizeibeamter in seinem Umkreis wäre, hätte ich da eine Anzeige hinausgeschmaßt. Das aber nur so nebenbei. Und das sollte wohl nicht das sein, was die Polizei tun sollte oder ihre Aufgabe ist. Ich bin niemand, der anderen die Schuld gibt. Ihr könnt ja schon da komplett ausrasten. Wir fahren uns kurz wieder runter. Ich bin niemand, der anderen die Schuld gibt. Aber ich versuche wenigstens was zu verändern. Und Mobbing ist immer noch etwas, das, glaube ich, verboten ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn nicht, sollte man mal daran arbeiten, dies zu tun. Alles klar, Rainer. Gib Aru. Am 3. Dezember beschloss Rainer, die Poster zur Weihnachtszeit günstiger anzubieten. Am 4. Dezember erschien das Video, was wirklich in Köln geschah. Darin erklärt Rainer, er habe über World of Wolfram gelogen, da Funk ihn gebeten hatte, seine Beteiligung am Dreh zu verschweigen. Daraufhin war es für ein paar Tage still um Rainer, weshalb Hater spekulierten, dass er erneut keinen Strom hatte. Am 8. Dezember erschien dann mit dem Video Neues Spiel und Amiibo ein Lebenszeichen. Junge, wunderschön, wie er in seiner Verbildung. Wie in seiner vermüllten Wohnung sei mit seinen 144p sein tolles neues Zelda-Spiel. Es ist, glaube ich, Twilight Princess, wenn ich nicht ganz falsch bin, zeigen muss. Super. Danke, Rainer. Darin stellt er seine Einkäufe vor, darunter ein Videospiel und ein Amiibo. Ey, Leute. Guckt euch bitte die Küche an. Also erstmal, wie schief möchte irgendetwas dahin? Guckt ihr das mal an. Dann diese Flecken überall an der Wand. Ich meine, klar, das Haus war nicht neu und so. Ich kann verstehen, dass da vielleicht meinetwegen durch jahrelange Benutzung was dran ist. Aber dann kann man das doch ausbessern oder mal renovieren oder so. Ach Mann, ey. Der Reinele. Nachdem er verlautbart, mittlerweile seine Internetrechnung bezahlt zu haben, hebt er in der Küche die Tür aus den Angeln. Das lasse ich mal unkommentiert. Am 11. Dezember gab es dann wieder einen Stream, in dem Rainer damit prahlte, schon Massen an Hatern verprügelt zu haben. Und hinterher rennen 30 bis 40 Leute oder über 100 Leute, ich weiß nicht, wie viele das waren, einfach mal schreiend vor einer Person weg. Das nenne ich Macht. Macht, wenn Rainer von Macht redet. Ja, genau. Die Hater haben sehr große Angst vor dir, Rainer, weil du so ein super doll bedrohlicher Mann bist. Nö, ich würde ja die Prügel rausschmeißen, aber 100 Leute haben Angst, dass ich ihnen die Fresse poliere. Das müsste mal geben, Alter. Am 12. Dezember erschien dann ein Interview mit Rainer, welches für Boneclings inszeniert worden war. Dabei gab sich jemand als Reporter von einem fiktiven Musikmagazin aus, konnte allerdings in dem Interview nicht wirklich neue Informationen über Rainer herausfinden. Am 13. Dezember hatten es Hater geschafft, in Emskirchen ein Plakat mit der Aufschrift "Besiege dein inneres Schaf und geh arbeiten" aufhängen zu lassen. Das ist wirklich so geil. Das war ja auch auf der Map bei Garry's Mod, was ich gespielt hatte, ne? Und überlegt euch mal, oh, das ist so geil.
Und wo Rainer dann gefragt wurde, ja, hast du das Plakat gesehen zum Rewe? Hast du das gesehen? Und er dann so getan hat, dass er was nicht gesehen hätte. Ja, 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 ja. Wunderschön, diese Karikatur von ihm mit symbolisch RBS vor ihm. Das ist wirklich einfach nur so geil, Mann. Im Stream gab Rainer Ahnungslosigkeit vor. Hast du schon das schöne Plakat gesehen? Ich weiß nicht, von was für komischen Plakaten ihr die ganze Zeit sprecht. Keine Ahnung. Du wirst es sehen, wenn du wieder zum Rewe musst. Ich war heute zweimal in der Rewe. Du bist schwul. Der ist geil. Der ist geil. Junge, diese gefakte Lache. Das macht mich auch sehr mit. Wenn er so was auf den Arm nehmen möchte mit seiner gefakten Lache. Am 14. Dezember versuchte Rainer auf YouNow zu streamen, wechselte aufgrund technischer Schwierigkeiten aber dann zu Hitbox. Allerdings wurden dabei die Namen neuer Follower im Stream eingeblendet. Ach Leute, könnt ihr euch nicht einfach einmal im Leben benehmen? Ich verstehe es nicht, warum ihr immer so einen Kindergarten abziehen müsst. Nur mal kurz dazu gesagt, wenn ihr jetzt meint, dass ihr... Rudi war Nazi. Alter. ...mir schreiben könnt, nur weil ihr mir folgt, das haut nicht hin. Ihr müsst abonnieren, wenn ihr schreiben wollt. Geht leider nicht anders mit den ganzen Arschlöchern da draußen, die nur Scheiße bauen. Okay, wenn ihr euch nicht benehmen könnt... 27 Jahre Jungfrau. Auch eine Anspielung. Das ist keine Anspielung, Rainer. Das ist die Wahrheit. So, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann machen wir die Alerts eben aus. Damit habe ich auch kein Problem. Dann eben nicht. An diesem Tag wurde der Hater, Based God, der einst den Feuerwehreinsatz bei Rainer verursacht hatte, zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 5 Monaten verurteilt. Also, ich muss sagen, für so ein Swatting ist das echt schon... Ich meine, es ist Freiheitsstrafe, ne? Das muss man sehen. Ich finde es schon krass, dass er da nicht hart belangt wurde. Jetzt mal unabhängig von dem Rainer-Thema. Ich finde es so verdammt asozial, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, irgendwie solche Leute, die dafür da sind, anderen Leuten zu helfen, in solche Sachen mit... Okay. Ruhe, Rainer. Mach bitte weiter so Wingelwongel. Alter, Sebastian, haut hier Barren ohne Ende raus. Ganz viel Liebe an dich. Danke, danke, danke für deine Unterstützung. Also finde ich wirklich absolut verwerflich. Und das ist auch, ich meine, dieses Swatting an sich war natürlich lustig, ne? Das will ich gar nicht, ich will ja nicht den Moralapostel spielen. Aber generell sage ich auch immer wieder, lass Dritte da auf jeden Fall raus. Davon entfielen nur 6 Monate auf den Feuerwehreinsatz. Obwohl er vor allem vielfach Kreditkartenbetrug begangen hatte, stand er wegen einer langen Liste an Vorwürfen vor Gericht. Darunter zum Beispiel auch Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Alter, 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 der hatte ganz schön was auf dem Kerbholz, ne? Aber da kriegt er eine Freiheitsstrafe? Was? Von der Polizei erwischt wurde Based God unter anderem auch wegen seiner Streiche und weil er im Internet mit seinen Taten geprahlt hatte. Bei der Verhandlung wurde auch enthüllt, dass Based God über 70 E-Mail-Adressen hatte, fast alle davon auf Rainer Winkler oder ähnliches registriert. Anscheinend nahm Rainer mittlerweile keine Pakete mehr an, da ihm Based God massenweise illegal mit fremden Kreditkarten bezahlte Waren geschickt hatte. Überleg dir mal, du hast so eine kriminelle Energie, dass dir das vollkommen egal ist, wie viele Gesetze du brichst, nur um Rainer zu verarschen. Das ist schon crazy. Am 15. Dezember streamte Rainer dann Skyrim auf Hitbox. Am 17. Dezember zeigte er sich getrübt im YouNow-Stream und antwortete einem User mit dem Namen Bitte töte dich endlich. Weißt du was, ich bring mich wirklich um. Und dann bist du schuld und dann frage ich mich, ob du damit leben kannst, du Arschloch. Ohne Scheiß, Alter. Tu uns allen einen Gefallen und lass dich in die Psychiatrie einweisen, wenn du solch... Das würde ich dir mal wirklich raten. Und dass man so dämlich ist und sich von solchen Sachen immer triggern lässt. Ja, ganz ehrlich, bann ihn doch, ist doch okay, aber gib doch einfach nichts drauf. Dass du nach so vielen Jahren immer noch nicht checkst, dass das genau das ist, was die Leute wollen.
solche Sachen ins Internet schreibst. Weil irgendwann bringt sich wirklich einer um und dann bist du dran schuld. Und dann bist du wahrscheinlich derjenige, der Selbstmord macht. Dann erschien das Video Drache Take Folge 1 Metal. Darin scheitert Rainer daran, Metal und die damit verbundene Kultur zu definieren oder zu beschreiben. Ja, aber Rainer ist doch nicht ein Metaler. Wie geht das denn? Metal hat auch eine Kultur. Also es gibt die Kultur des Metal, genau wie es die Kultur des Hip-Hop, die Metal-Kultur, die vegane oder vegetarische Kultur gibt. Oder natürlich verschiedene, ja, es gibt natürlich verschiedene Länder, da gibt es verschiedene Kulturen, es gibt verschiedene Religionskulturen und so weiter und so fort. Dann schweift er ab und redet darüber, dass die Leute ihm absprechen, ein echter Mettler zu sein und dass die Hater versuchen, ihn fertig zu machen. Auch behauptet er, die anderen Kinder hätten in der Schule versucht, ihn zu verprügeln. Laut einer Gruppe an Besuchern, die sich selbst nicht als Hater sahen, warf Rainer mit einer Bierflasche nach ihnen und drohte mit Gewalt, als sie an diesem Tag ein sachliches Gespräch mit ihm führen wollten. Oh, klingt zumindest nach Rainer, nicht wahr? Im Stream beschwerte sich Rainer wieder einmal über Lag auf YouNow und wechselte dann auf Twitch, wo es allerdings auch nicht besser lief. Ja, ja, das war auch geil. Weißt du, Pagan-Metal, Viking-Metal, Death-Metal, das kann man alles in einem Wort zusammenfassen. Hab's vergessen. Das war auch echt geil. Am 19. Dezember erschien dann Dragon Monday Folge 39, Warum Victor? Da Iblali in einem neuen Video so getan hatte, als ob er ein Drachenlord-Tattoo hätte, glaubte Rainer, er würde damit versuchen, Rainer bekannter zu machen und ihn so zu unterstützen. Dann erklärt Rainer, warum er seiner Meinung nach gehatet wird. Ihr seid Individuen, ihr habt was Besonderes, deswegen werdet ihr gemobbt, deswegen werdet ihr geärgert, deswegen werdet ihr gehatet. Jeder, der gehatet wird, sollte sich eine Frage stellen. Warum? Und diese Frage beantworte ich euch ganz einfach. Ihr seid etwas Besonderes als andere. Und das war bewusst so ausgesprochen. Ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid besonderer als diejenigen, die euch haten. Jeder Mensch ist was Besonderes. Jeder ist ein Individuum. Aber die wenigsten verhalten sich wie solches. Und ich mach das. So ein Quatsch. Wenn Leute gemobbt werden, dann haben sie meistens ein oder mehrere Eigenschaften, die aus der Reihe tanzen. Das hat nichts mit Besonders zu tun. Sondern, keine Ahnung, wenn du, kein Plan, wenn du jetzt in der Schule sitzt und, ach, weiß ich nicht, wenn du stinkst oder wenn, weiß ich nicht, du eine komische Aussprache hast, wie zum Beispiel Hagebunde oder irgendwie sowas, irgendwas sehr Auffälliges, dann kann man auch zum Mobbingopfer werden, ganz, ganz easy. Das hat nichts mit Besonderer zu tun, aber Rainer, du bist auch ein sehr besonderer Mensch, deswegen passt das schon. Auch erschien an diesem Tag ein Let's Play von Life is Strange, in dem Rainer demonstriert, dass er immer noch gravierende Defizite im Lesen hat. Ich kann nicht viel von ihm wahren, hätte mir deswegen fast mein Gag-Titel aberkannt. Wir gucken uns. Ich schau mal, wir gucken uns demnächst mal Life is Strange Leselord-Zusammenfassung an. Das müssen wir einfach. Der Gag-Titel. G-E-E-K. Der Gag-Titel ist einfach nicht Geek, sondern Gag, Leute. Merkt euch das. Kant. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer. Perfekt. Er muss doch beim Lesen checken, dass das keinen Sinn macht. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer. Perfekt. Rainer denkt so, war das richtig? Ah, das passt schon, let's go. Ich an Halloween mit So blöd kann man nicht sein. Ja, Chloe ist richtig. Dann gab es wieder einen Stream mit Gewaltandrohungen gegenüber den Hatern. Atemlos schlag ich sie, hause um und schau zu, wie sie frecken,
alle zusammen. Rainer, bitte auf. Haters sind so schlecht wie sonst nix, Schmann. Also erstmal nice Reim am Ende, Rainer. Aber welcher echte Mettler hört sich nicht gerne auch ein bisschen Helene Fischer an? Wartet mal. So, Gürtel aufmachen. Der Ofenkäse war wohl ein bisschen viel vorhin. Ja, schon klar. Diesen Silvester kann ich definitiv nicht nach Köln. Ich habe das Silvester schon was vor. Ja, allein in deiner Bude sitzen. Da, das kann man jetzt auch nicht so schnell mal verschieben. Das muss schon eingehalten werden. Alleine zu Hause sitzen und weinen. So way died you become a farmer. I want to make down of money. I wanted to... Was? I wanted to escape my old life. Wanted? Ich folge dem alten Leben? Was? Ja, richtig. Rainer, richtig. Guck mal, du hast es nicht mal ganz falsch vorgelesen. Gut, wanted war jetzt nicht sofort richtig ausgesprochen, aber an der Übersetzung üben wir noch ein bisschen. Am 20. Dezember aß Rainer Ofenkäse ohne Beilagen live im Stream. Ja, kann man sich auch mal reinrendern. Am 21. Dezember versuchten die Hater Rainer während des Hitbox-Streams mit Donations zu provozieren. Währenddessen mühte sich Rainer ab, den Text in einem Videospiel vorzulesen. Was? Eine Flasche von relativ sauberem Wasser ist das, was dem Wassertropfen Aerotics, was am nächsten kommt. Ja gut, aber zugegeben, Wasserstoffperoxid ist natürlich für den Rainer Winkler auch ein sehr schweres Wort. Als Rainer während des Streams nach draußen ging, da Leute vor seinem Haus waren, bannte seine Moderatorin Abby Sunrise Trolle, die Rainer mit obszönen Namen auf Hitbox folgten. Der Chat war jedoch sowieso nur für Abonnenten offen. Das bedeutet, dass die Accounts erst dadurch, dass Abby sie bannte, im Chat überhaupt zu sehen waren. Wir lesen mal ein bisschen. Abby kann kaum lesen. Ja gut, das geht ja noch klar. Abby, gut. Abby Bahnhofs Klatscher, ja. Abby Hass, okay. Ich muss ein bisschen... Schieme, okay. Steuerbetrüger Rainer W., das ist wohl absolut true. Abby geht steil, das geht auch in Ordnung. Abby Schmarotzer Supporter. Abby wird nie Kinder haben. Abby leckt Ofengäse. Okay, wunderschön. So, weiter geht's. Immer diese Feiglinge. Ganz ehrlich, wenn sie keine Eier haben, um aufs Maul zu kriegen, dann brauchen sie hier erst auftauchen. Lern lesen, Spacki. Ja, lern du lieber mal anständig respektvoll mit jemandem umzugehen, der mehr wert ist als du, weil du dich wie der letzte Arsch verhältst und dementsprechend weniger wert bist. Soll ich Nietzsche zitieren? Erst wenn der letzte Baum gefällt, erst wenn der letzte See vergiftet, der letzte Baum gefällt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Alter Rainer, ich sag's jetzt einmal so ganz direkt. Halt deine Fresse. Soll ich Nietzsche zitieren? Also erstmal, wahrscheinlich weißt du überhaupt, wer Nietzsche ist. Du denkst, das ist irgendein Pro-Gamer oder ein Let's Player oder so. Also erzähl mir doch nichts. Und wenn du das Zitat, ja, wenn du mal wieder schlau wirken möchtest, ne, mit deinen 58 IQ, dann geh doch das Zitat in deinem Kopf vorher nochmal durch, dann sei dir sicher, du hast es und dann trag's vor. Und mach nicht, wenn der letzte See vergiftet, genau, ja. Das macht mich wirklich so aggressiv. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, ich musste das Zitat mal wieder nachlesen. Als wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet, das letzte Brot verzehrt ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Wer auch immer das war. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie das ganze Zitat ist. Am 22. Dezember rauchte Rainer im Stream eine Pfeife.
Später ging er nach draußen, um Besucher anzubrüllen, die angeblich mit Böllern geworfen hatten. Scheiße, glatt! Ich persönlich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Das ist echt böse, aber ich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Und dass die dann vielleicht endlich mal in ihrem Leben ein einziges Mal eine Erkenntnis haben, dass sie die Idioten sind. Überleg dir mal, du wünschst Leuten, dass sie einen Unfall bauen. Ja, haben dich auf deine Eltern auf jeden Fall gut erzogen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ein Hater hatte sich die Mühe gemacht und eine Liste erstellt, laut derer im Zuge von Rainers Stream am 21. und 22. Dezember insgesamt 1322 Personen gebannt wurden. Mala! Junge. Also wirklich, da muss man auch Langeweile haben, so eine Liste zu erstellen. Eieiei. Abby ist ein Kind von drei Vätern, okay. Am 23. Dezember erschien dann das Video Drache is back Folge 1 Facebook, in dem Rainer Facebook mit rechtlichen Schritten droht. Dann bringt er den Drachenlord als Charakter zurück. Muddelude! Hey und willkommen! Fuck Facebook! Dreimal habe ich mich jetzt da scheiß bei dem Fuck da angemeldet und verfickte dreimal haben diese Arschlöcher mich jetzt doch tatsächlich jedes Mal wieder rauskauen. Also ich weiß nicht, ob es lustig sein soll. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle ist. Ich weiß nicht, ob er das ernst meint. Keine Ahnung. Aber es ist einfach unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Und ich muss jetzt dreimal meinen Kanal wiederherstellen. Und jetzt haben sie mich gesperrt wegen Spam. Boah, alle ohne Scheiß. Was soll denn der Fuck? Ich hab überhaupt nicht gespammt. Was soll denn die Fuck-Kacke da, Alter? Das Maul holst du! Das hat sehr gut gepasst, dankeschön. Das hat sehr, sehr gut gepasst, das Wort an dieser Stelle. Ey, wirklich, diese Fuck-Kack-Scheiße hier. Ich finde das immer schön, wenn Rainer irgendwas sagen will, sein Hirn nicht mit Rennen hinterherkommt und er einfach irgendwas sagt, was überhaupt keinen Sinn macht. Ohne Scheiß, ich hoffe, dass Facebook ihr Wichser diese Scheiße hier sieht, Alter, und endlich mal was gegen jede Scheiß-Wichser machen. Ich glaube, ihr habt den Arsch offen, Alter. Facebook, Alter, du blöder Wichser. Mach deine Scheiße mal richtig! Nicht blocken wegen Spam, ohne Spam! Und dann herzugehen und meine Scheiße zu melden! Schau, dass er meine Account wieder freischaltet, ihr blöden Pisser! Und schau, dass er die ganzen Heiler löscht! Und ich gehe mal rechtlich gegen euch vor! Was ja, Rainer, geh da zu seinem verdammten Onkel und halt dein Maul! Was ihr für eine Scheiße macht, ohne Kack, Alter! Ich bin derjenige, der die Arschkarte hat! Fuck, Alter! Ihr lasst doch die ganze Scheiße von meinen Heilern zu, Alter! Ihr seid überhaupt der Grund, warum so viel von meinem Hate überhaupt so weit rausgehen konnte. Lach schon, ihr Wichser! Facebook, ihr Wichser! Und diese ganzen Hater, ihr Wichser! Ohne Scheiß, Alter! Facebook, ich geb da eine Woche, Alter! Mach meinen scheiß Account wieder frei, oder es gibt echte Arschkarte! Tschüss! Facebook? Mr. Facebook, sitze hier im Stream. Ich will dir eins raten, ja? Wenn Rainer droht, dann würde ich das ernst nehmen. Ja, Mr. Facebook. Merken Sie es. Ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. dann würde ich dann immer aufpassen. Ihr Wichser! Während Rainer an diesem Tag streamte, ging er erneut nach draußen, um Besucher zu konfrontieren. Nach etwa einer halben Stunde kam er zurück und berichtete aus seiner Sicht, was vorgefallen war. Ich bin jetzt so lange weg gewesen, weil ich jetzt auf die Bullen gewartet habe, die nicht gekommen sind. Die Polizei, ich bitte um Entschuldigung. Und ich warte jetzt darauf, dass die kommen. Und die sind doch jetzt tatsächlich nicht in der Lage, ihren Arsch hierher zu bewegen und wirklich mir zu helfen. Mir hat jetzt jemand versucht, die Pulsader aufzuschneiden oder aufzuschlitzen. Ah, ja, wahrscheinlich, Rainer. Ich liebe dein 10 FPS Let's Play, mach bitte weiter. Am Daumen bin ich verletzt. An meinen Haaren ist gezogen worden. Ich habe ein paar Haare jetzt verloren. Also nicht so schlimm natürlich, aber es tut natürlich jetzt scheiße weh. Noch einige andere Sachen. Versuchte Körperverletzung. Drohungen, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Also die haben jetzt auch von meinem Tor was kaputt gemacht. Waren zu fünft, also auch noch
Drohungen, also ich habe auch Angst um mein eigenes Leben jetzt quasi gerade gehabt, auch weil jetzt wirklich 5 Leute gegen mich losgegangen sind, davon 3 wirklich über meinen Zaun gesprungen sind, über mein Hoftor gegangen sind, dementsprechend Hausfriedensbruch begangen haben. Ist bestimmt alles genauso passiert, Rainer. Soll ich dir sagen, wie das war? Die standen wahrscheinlich vor deinem Tor, nicht mal auf deinem Grundstück. Du hast dich getriggert gefühlt, hast rumgeplärrt. Polizei kam nicht. Dann gehst du rein und hast dir irgendeine Geschichte ausgedacht. Ich denke mal, so wird es gewesen sein. Die Besucherzahl von 5 kannst du wahrscheinlich auch durch 3 teilen. Also war das so, weiß ich nicht, 1,5 Leute oder so. Ich habe jetzt auch noch jemanden gefragt, weil ich kenne jemanden. Ich habe jetzt noch jemanden gefragt, ob die Person weiß, was ich machen kann wegen sowas. Wer, Herr Müller oder ein Schweizer Taschenkumpel? Ich bin verwirrt. Ob man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen kann, gegen die Polizei, natürlich, meine ich jetzt. Ach so, also hast du nicht Herr Müller gefragt, okay. Also hat Rainer jetzt auch noch einen ausgedachten Schweizer Taschenkumpel, der Rat und Tat hat, um gegen die Polizei vorzugehen. Let's go. Ob es da irgendwelche Anlaufstellen gibt, weil es ist jetzt nicht das erste Mal und es wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein. Du gehst einfach zur Polizei und zeigst die Polizei an. So würde ich das machen. Und die Polizei macht einfach ihren scheiß verfickten Job nicht. Ich frage mich ganz ernsthaft, warum die scheiß verfickte Polizei ihren verfickten Job nicht macht. Das ist unterlassene Hilfeleistung der Polizei. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es erkennt mit der scheiß Kamera, also mir hat wirklich jemand versucht, hier die Pulsschlagader aufzureißen. Dummes Gequatsche, du bist wahrscheinlich wieder an deinem eigenen Zaun hängen geblieben und willst das wieder so verkaufen, als ob man dich angegriffen hätte. Erzähl doch keinen Müll, Mann. Also in der ich persönlich gehe schon davon aus, dass die Polizei bei mir vor der Matte steht und dann sich bei mir beschwert darüber, dass ich auch noch die Wahrheit sage. Das sehe ich nämlich schon kommen. Weil wir da irgendwelche Idioten bei denen anrufen und dann irgendwelche Soundsamples oder so von mir abspielen. Ich warte ja ehrlich gesagt schon drauf, dass sie irgendwann herkommen und sagen, ja, Aufruhr, öffentliche Ärgernis, ich bin schuld. Und mich hinterher auch noch anzeigen oder auch noch einsperren deswegen. Da haben wir alle drauf gewartet, Rainer. Ich verstehe auch wirklich nicht, wie das nicht zustande kam. Nein, hier spielt keiner Killing Floor. Wie bitte? Killing Floor. Ist das jetzt dein Wenig später Sohn? Tauchte die Polizei dann doch noch auf. Am 26. Dezember äußerte sich Rainer im Dragon Monday zu den Besuchen. Er erklärte, er hätte damals die Einladung zum Grillen deswegen ausgeschlagen, da er schon sehr schlechte Erfahrungen mit Hatern gemacht hatte, wie etwa während der Schlagstockattacke. Rainer schien ja etwas verwechselt zu haben, da die Einladung zum Grillen sich etwa einen Monat vor der Schlagstockattacke ereignet hatte. Dann erklärte er, seine Facebook-Seite wäre wieder gelöscht worden und damit hätte er die 100 bis 200 Euro, die er in ein Spiel auf Facebook gesteckt hatte, verloren. Gut investiert auf jeden Fall. Aber hast du dann Druck gemacht gegen Facebook? Hast du die angezeigt, die Wichser? Er kündigte an, den Posterverkauf bis April zu pausieren. Dann redet er über seine Abonnentenzahl. Die von ihm vorhergesagten 100.000 Abonnenten hatte er 2016 nicht erreicht. Stattdessen hatte er nur etwa 36.000 Abonnenten. Dann trifft er eine Vorhersage für 2017, wobei er seine momentanen 36.000 Abos auf 3.600 Abos aufrundet. Aktuell mache ich knapp 2.400 Abos und das monatlich. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, ich persönlich schätze, dass ich die 50.000 bis vielleicht wirklich 75.000 bis Ende des Jahres erreiche. Ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich schaffe vielleicht sogar dieses Jahr die 100.000. Rainer erklärt, weiterhin kompromisslos seine Ziele auf YouTube zu verfolgen. Egal was jetzt kommt, egal was passiert, ob Freunde, ob Familie sich von mir endgültig distanzieren, was bei Familie größtenteils schon passiert ist, bei Freunden noch nicht ganz. Aber trotzdem sollte sich jetzt wirklich jeder von mir lossagen, ich werde weitermachen, egal was kommt. Und genau das ist dein Problem, Rainer. Du kapierst es in deinem Dickschädel nicht, dass die Leute sich dir distanzieren, nicht weil sie dich nicht mögen, also wahrscheinlich auch, aber der Hauptgrund ist, weil du einfach nicht checkst, dass du dir mit diesem Internetding dein komplettes Leben verbaust. Junge, also Killing Floor kriegt dann auch noch eine Zeitbeschränkung, Alter. Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Junge. Also, ich check halt wirklich nicht, wie Rainer wirklich denkt, dass er
selbst mit seiner Person, mit seiner Ausdrucksweise im Internet auch nur ansatzweise erfolgreich sein könnte. Polarisieren tut er, aber halt im negativen Sinn. Ich habe ein Ziel in meinem Leben, ich habe einen Punkt, den ich erreichen möchte mit YouTube, mit meiner Reichweite, mit meiner Größenordnung. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass man sich nicht den Menschen unterwerfen muss, die meinen, sie sind stärker, nur weil sie eine Masse sind. Ich bin alleine, ich stelle mich alleine gegen 100 Leute und das habe ich tatsächlich reell auch schon gemacht mit den Leuten, die mich mit einbeschmissen haben. Da waren wirklich fast 100 Leute oder was, die auf mich losgehen wollten und ich bin einfach mal schnurstracks auf die zugerannt, was dafür gesorgt hat, dass sie sich alle umgedreht haben und abgehauen sind. Ja, Rainer wird genauso gewesen sein. Glaube ich dir. 10 von 10, gute Geschichte. Ich habe in dem Moment mein Leben riskiert und ich würde das jederzeit wieder machen. Ich will du bist so ein Held, Rainer, wirklich. Das ist so toll. Oh, ich muss den Stream dann ausmachen. Ich werde ultra mit. Zeichen setzen. Und auch wenn mir die Polizei nicht hilft, auch wenn mir keine Anwälte helfen, auch wenn mir sonst niemand hilft, ich mache mein Ding. Ich stehe alleine. Das war aber nie anders. Das war in meiner Schulzeit so, das war nach der Schulzeit so und es wird vermutlich noch in 100 Jahren so sein. Aber vielleicht wird irgendwann irgendjemand aufwachen und sagen, ey, das kann jetzt so weitergehen, dem helfe ich jetzt oder da wird geholfen. Ja, und wie hilft man dir? Absolut sofort rein in die Geschlossene. Eine schöne Tagesplanung für dich, so dein Tag wird durchgeplant, früh ein bisschen Therapie, Mittag ein leichtes Mittagessen, abends vielleicht ein kleines bisschen Sport, Schwimmen oder so. Das wäre das Beste für dich. Am besten noch ein bisschen Beruhigungsmittel, dass du auch einen normalen Level gehalten wirst. Und dann geht's dir besser, mein. Ja, kommst du, dann geht's dir einfach besser, mein Junge. Das wird super. Und dann passiert's vielleicht, dass die ganze Menschheit irgendwann mal aufwacht. Das ist meine Hoffnung. Am 28. Dezember veranstaltete Rainer dann endlich den lang ersehnten Spendenstream. Darin berichtete er, die Verletzungen von der Schlagstockattacke würden ihm seit Weihnachten wieder zu schaffen machen, sodass er teilweise Probleme mit dem Atmen hätte. Das kann an dem Druck liegen, der auf deinen Lungen lastet, Rainer, weil du ein sehr fitter und fetter Mensch bist. Ziel hatte sich Rainer zwar nur 1000 Euro gesetzt, trotzdem erreichte er an diesem Tag lediglich 64 Euro. Am 29. Dezember streamte er sichtlich unter Schmerzen, welche er auf die Schlagstockattacke zurückführte. Angeblich nahm er nun sogar mehrere Schmerztabletten, um überhaupt einschlafen zu können. Am 30. Dezember erschien das Video Das war das Jahr 2016. Darin redet Rainer hauptsächlich wieder über die Hater, Gronkh und Iblali. Später gab es dann noch einen Stream auf Hitbox, in dem er wieder Spenden sammelte. Insgesamt hatte Rainer mit den Spendenstreams doch fast 400 Euro eingenommen. Hierbei ist jedoch nicht mit einberechnet, dass etliche Spenden eventuell später zurückgezogen wurden. Ich hoffe wirklich, dass viele zurückgezogen wurden, weil ganz ehrlich, wer Rainer Geld spendet, also der sollte wirklich mal seine Lebensentscheidung überdenken. Zusätzlich zu Rainers prekärer Finanzlage kam noch das mittlerweile schlechte Verhältnis zur örtlichen Polizei. Da Rainer die Polizei schon öfter wegen Belanglosigkeiten gerufen hatte, zögerte diese mittlerweile zu ihm zu eilen. Darauf reagierte Rainer mit öffentlichen Beleidigungen, was die Beziehung nur weiter verschlechterte. Dies sollte ihm in der Zukunft noch zum Verhängnis werden. Tja, es ist auch einfach sehr intelligent, die Polizei direkt zu beleidigen, nicht nur einmal, sondern auch mehrfach und dann auch noch Namen zu droppen. Das ist einfach sehr, sehr clever. Ja, was soll ich sagen? Eine Dreiviertelstunde, mal wieder sehr, sehr geiles Video hier vom Einzigen. Das war wirklich ein schöner Part. Leute, Alter, bin ich Matt. Wir gucken noch ein Video, aber dann reicht's mir auch. Und es ist hoffentlich etwas halbwegs Witziges, weil ich muss echt runterkommen. Wer auch immer das war, ja. Traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Ich sage, ich muss erstmal runterkommen. Oh, Leute, seid ihr auch so matt wie ich? Ich weiß nicht, irgendwie, das hat mich jetzt richtig geschafft. Das hat mich jetzt richtig geschafft. So, okay. Gut, Leute, wir gehen noch rein ins letzte Video für heute. Metal, Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen
Video, wir schauen. Warum kann Meme-Container die nicht weiter benummern, nummerieren, was auch immer? Es müsste Folge 13 oder 14 sein, eins von beiden. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, es ist Folge 13 der Drachenlord-Memes. Heißt aber Rainer keine Show. Keine Ahnung, wir gucken mal rein. Ich hoffe, es ist lustig. Ich bin noch ultra mit vom letzten Video. Es ist, ja, let's go. Ich bin ein dummer, fetter Anfang 30er, der in einer Sackgasse irgendwo in Deutschland lebt. Und da hat er ein einziges Mal wirklich die Wahrheit gesagt. Meme-Container. Passt auf. Ich bin kein stolzer Deutscher, aber ich bin stolz, Deutscher zu sein. Okay. Und der Typ, der hier im Wald rumläuft, der versteckt sich jedes Mal aus Angst, wenn hier Leute sind, aber ich habe hier noch nie jemanden gesehen. Ja, hast du schon mal von der Geschichte gehört? Von dem Drachenlord? Nee. Nee, mit dem Drachenlord. Freddy, keine Show. Ich nehme dich runter, Freddy. Da check ich die Memes nicht. Also das habe ich jetzt wirklich... Oh mein Gott, der Metal zukommt. Den Clip habe ich gesehen. Wirklich, genießt den. Ich lasse ihn jetzt durchlaufen. Der ist so geil. Der ist so verdammt geil. Warum passt das so gut? Wenn man dem Lord etwas Trauriges mitteilt. Das erbärmliche Wesen, dann ihr macht euch über mich und mein Leben, meine Existenz lustig, weil ich das und das nicht mehr habe und in euren Augen eine arme Wurst bin. Aber ihr sitzt von morgens 7 Uhr bis nachts um 7 Uhr irgendwie oder bis nachts um 2 Uhr. Rainer, du wolltest 24-7 sagen, bist aber selbst dafür nicht intelligent genug. Oh Mann. POV, du bist Urologe. Mir ist schon mal passiert, mir ist schon mal der Schwanz und die Eier eingeschlafen. Also mir ist erst die Arschbacke eingeschlafen und hat sich das bis nach vorne zum Schwanz ausgeweitet. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. POV, du triffst Drachenlord in NBG. Mann! Was ist denn das, Anne? Wo habt ihr alle Rechtes hingelernt, Anne? Was soll denn diese Scheiße, Anne? Wie er immer diese Jacke anhat. Ich muss sagen, ich find die Mädels jetzt gar nicht mal so lustig, ehrlich gesagt. Das mit der Lok war nice, aber es geht so. Digga, wie er immer diese Jacke anhat, das ist wirklich, oh, wie der muchten muss. Ich hab's den Schnauze hauen, wenn er mal nicht aufhören. Weil ich bin auch mal der andere hier, Scheiße. Ich bleibe unbesiegt, weil mich hier keiner runterzieht, denn ich bleibe unbesiegt. Das ist der feine Unterschied zwischen uns. Seine Begabung liegt eher auf dem technischen Bereich. Er möchte ja Lokführer werden. Und ansonsten läuft er jedem Handwerker hinterher und fragt ihn aus. Meine Freundin sieht so gut aus, dass man neben mir, dass sie neben mir einfach so genial aussieht, dass man sie gar nicht beachtet im Sinne von mich, von mir, weil man halt auf mich achtet, um mich halt zu verarschen. Ja, das schmeichelte dort einfach. Dass sie neben mir einfach so genial aussieht, dass man sie gar nicht beachtet, im Sinne von mich, von mir, weil man halt auf mich achtet, um mich halt zu verarschen. Ja, schön. Ja, nice. Am Abend festgestellt, dass ich mir Harry Potter Legacy, hier, wie heißt das neue Harry Potter, dass ich mir das runterladen kann, vorab laden. Und ich hab heute Morgen gelesen, dass man, wenn man als Vorbesteller das Spiel gekauft hat, kann man es jetzt schon zocken, seit dem 7. Und, A few moments later.
Ja, und wenn ich irgendwie helfen könnte, würde ich das auch gerne machen. Das Problem ist bei mir momentan, ich habe heute den ganzen Tag versucht, wie es weitergeht. Wahrscheinlich schlafe ich morgen unter der Brücke, wenn es so weitergeht, ohne Kohle alles. Ja, für Hogwarts Legacy, wie du es sogar nennst, dafür sind natürlich die wahrscheinlich 60, 70 Euro da, ne? Klar. Aber dann, um Leuten zu helfen, denen es wirklich schlecht geht. Ah, ich würde so gern. Aber ich kann auch. Oh, ich habe ja so wenig. Leute, hier ist meine IBAN. Könnt ihr mir ein bisschen Geld spenden? So ein ekliger. You're not here. I have headphone on the head. Good movie, Rainer. Thanks, man. I give my best. And I never give up. I never get up. Oder? Ist ja auch egal. Buche entweder eine Frau, einen Mann, ein Paar oder Transsexuelle oder auch gerne Damenwäscheträger. Solange von mir niemand verlangt, dass ich Damenwäsche trage, macht mir das nichts aus. Im Gegenteil, ich finde sowas auch ganz geil eigentlich. Und ja, ich finde es, wie gesagt, auch ganz geil eigentlich so, zwischendurch mal. Und muss man halt mal gucken, was dabei rauskommt, wie das. Muss man mal gucken. Aber wegen gucken, hätte ich gesagt gehabt. Ich persönlich verstehe nicht, warum mich so viele Leute verfolgen. Ich bin nur irgendein Spinner, der, wie man so schön sagt, in einer Bruchbude haust. Und nicht vergessen. Die verdammten Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken lecken. Weil die Schnecken nicht schmecken. Merkt's euch, Mann. Die einzigen Schnecken, die schmecken, die sind in Frankreich. Aber. Oder. Rennen im Minirock durchs Dorf. Wie auch immer. Bis dahin, Metal. Bis zum nächsten Mal. Unangenehm. Habt ihr auch gerade so eine Cringe-Gänsehaut? Ich schon. Tschüss. Ja, ohne Scheiß. Ich habe manchmal das Gefühl, die Kerzen ziehen die Wärme aus dem Raum. Ist denn das jetzt schon wieder plötzlich so kalt? Gerade war es doch noch echt angenehm. Hä? Das liegt ja wohl kaum an den Kerzen, dass ich die angezündet habe. Erstmal ausmachen, es ist so kalt hier. Das wissen nämlich viele Menschen nicht. Kerzen brauchen nicht nur Sauerstoff, um zu brennen, sondern die brauchen auch Wärme. Ja. Die ziehen einfach Wärme aus dem Raum. So ist es nämlich. Dieser fitte Mensch, wunderschön. So, leider schlechter Wind. Ich spreche natürlich Deutsch, I speak German. Ich spreche ein kleines bisschen Englisch. I speak a little bit English. Ich kann ganz minimal Japanisch. Arigato gozaimasu. Und nein, das war nicht. Ich spreche Japanisch. Und weil ich jetzt ein Teil Italiener bin, spreche ich auch ein ganz kleines bisschen Italienisch. Und ja, oder Spanisch. Das kommt natürlich dann darauf an, was für Begriffe man kennt. Das wäre dann. Macht euch das auch so Matt, dass bei den Memes, das Bild so nah an Rainers Gesicht dran ist. Das macht mich so ultra Matt, dass Rainer bei diesen Memes immer 80% des Bildes ausmacht. Junge, Junge, Junge. Ja, Rainer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei Wörter Französisch kenne, dann kann ich auch ein bisschen Französisch oder was? Le table. Oh, krass, der Typ kann Französisch. Nice. In meinem Fall buongiorno. Buenas noches, das wäre dann in dem Fall jetzt Spanisch gewesen und das erste war Italienisch, ne? Buongiorno. Und bei Italienisch kenne ich sogar das Wort für Maus, das wäre die Topo. Oder Topo. Aber ich glaube, ich muss mich mal daran erinnern, wer ich bin. Ich bin kein kleiner Lutscher, Alter. Ich bin kein so kleiner Pisser. Ich bin Drachenlord, Das ist Alter. Kein Grund, die Seiten zu wechseln. Ja, ich muss ehrlich sagen, ne, ich will Meme-Container gar nicht schlecht reden. Manche Memes sind echt nice, aber diese Meme-Videos, die sind manchmal richtig durchwachsen, ne? Da sind manchmal solche komischen Sachen bei. Vielleicht checke ich die auch einfach nicht, aber ja, ich feier leider nicht jeden Clip davon. Naja, trotzdem an sich, nice Video. Schaut bei Meme-Container vorbei. Wir haben noch eine 15. Folge für den nächsten Strähnen. Leute.
Jetzt bin ich wieder besser drauf. Jetzt habe ich wieder ein bisschen gelacht. Ich glaube, ich gucke mir meine 10-Stunden-Version von dem Rainer Zug-Clip an. Das ist wirklich wunderschön. Freunde! Hast du auch gelb geleuchtet? Leute. Oh, was ist jetzt los? Mein Gott. Ich verabschiede mich nun langsam von euch. Es war mir wie immer eine Freude, mit euch hier am Start zu sein. Ja, wir haben die 2 Stunden mal wieder voll. Ja, bitte weiter. Nee. Ich brauche jetzt erstmal wieder Erholung. Also, ich muss jetzt erstmal wieder meine Kräfte danken. Für die Leute, die gerade da sind, ich hatte auch nochmal einen Aufruf gemacht. Ich wollte es auch nochmal hier schnell sagen. Und zwar, wenn ihr mitentscheiden wollt, was zum 5K-Abo-Special kommt, schreibt es einfach irgendwo hin. Ich lese eh immer irgendwo alles. Schreibt es einfach in Community-Tab, schreibt es unter irgendeinem Video, wenn ihr da Vorschläge habt. Würde mich interessieren. Ich hatte schon 1-2 gute Vorschläge. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 5K. Aber wenn ihr da Vorschläge habt... Der wird jetzt gebannt, wie heißt? Wer war's? Allah Halla. Digga, du wirst weggebannt. So. Ah, nein, natürlich nicht. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt die auf jeden Fall gern irgendwo rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Leute, haut rein. Ich muss jetzt ein bisschen Mana tanken. Gehirnzellen regenerieren. Ja, so ungefähr. Ich suche jetzt nach der Dopo. Und Freunde, macht euch ein schönes Wochenende. Genießt eure Freizeit und haut rein. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche Freitag. Ich habe es jetzt irgendwie auf Freitag verlegt. Ich muss sagen, Freitag gefällt mir ganz gut. Freitagabend hat sowieso jeder Zeit, also denke ich mal zumindest. Und so kann ich Sonntag ein bisschen länger zockende und wichsende. Und das passt mir eigentlich sehr gut im Kram. Gut, Leute. Haut rein.